welcher Uhrzeit ist es am schwersten zu fahren und sich zu konzentrieren? Das ist vielleicht auch wieder eine Frage für Michel. Naja, gut, für mich habe ich eigentlich nie Probleme. Also dort, wo es wirklich kritisch war, war wirklich damals, wo ich die 7 Stunden durchgefahren bin, weil dann hat sich die Müdigkeit dann schon bemerkbar gemacht, aber ansonsten... Ja, klar. Meine, du sitzt ja, du bist ja meistens, auch irgendwann tot. Ja, du sitzt ja meistens bloß 2-3 Stunden in dem Ding drin und dann kannst du dich ja wieder chillen, also... 2-3 Stunden ist jetzt keine lange Zeit, finde ich. Mhm. Davon? Oho, 2-3 Stunden. Okay. Man, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du nicht auch einfach komplett einen Tunnel am Ende? Ja gut, das automatisiert sich dann bei mir. Ich bin, keine Ahnung, 20-30 Runden jetzt vor uns gefahren. Und dann bin ich schon automatisiert gefahren. Ich habe dann die ganze Zeit einen Chat gelesen und bin einfach gefahren. Ja, das ist schön für dich. Aber gibt noch Zeit. Nein, nee, ohne Witz, du kriegst dann so eine Automatisierung rein und dann, ja, dann fährst du halt einfach. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dafür muss man ein bisschen mehr fahren. Ja, das ist korrekt, also du musst da halt auch ein bisschen Selbstsicherheit mit drin haben. Ja, das habe ich eben gerade gemerkt, wenn man nicht selbstsicher ist, dann kannst du dich eigentlich schon verbuddeln gehen. Und bei dir ist halt das Problem. Ich raff das mit dem Überholen nicht. Du hast bei dir ist halt das Problem, du hast vor einem halben Jahr erst angefangen, B, hast du die Woche erst angefangen mit Trainieren, dich an das Auto zu gewöhnen und an die Simulation, und C, bist du noch nie Multiclass in AC gefahren. ja, du hast halt dann und keine D, Erfahrung. Bin ich rausgekommen, als der schlimmste Verkehr war, danke. Ja gut, den Verkehr hast du jetzt auf der ganzen Strecke. Verkehr ist immer. Ja, aber Bagger, ich hatte schon richtig hart Verkehr. Also. Hast du beim Start nicht zugeguckt oder was? Hä? Wo das GT4-Feld noch komplett zusammen war. Die hast du mal 2-3 Autos. Alidos, das ist Dukis erster Stint. Und Tim, das Überholen läuft so ab: immer wenn du 10 Fahrzeuge überholt hast, dann kriegst du einen Platz gut geschrieben. Nein, natürlich nicht. Hier sind ja 2 Klassen unterwegs: einmal eine langsamere Klasse sozusagen und eine schnellere Klasse. Und unser Fahrzeug hier ist in der schnelleren Klasse und deshalb werden auch ab und an mal die langsameren Fahrzeuge überholt. Zusätzlich kannst du natürlich auch zu Überrundungen kommen. Dementsprechend kannst du das nie so genau sagen, wann der Überholvorgang tatsächlich eine Platzierung zugute hat. Bagger, hat der schon wieder eine Stunde runter? Ey, wieso wieso verfliegt denn die Zeit so schnell? Aber nur, wenn man zuschaut, ne? Nee, auch beim Fahren. Also nee, beim Fahren war es, also meine 3 Stunden waren auch ruckzuck um. Ja. Ohne Witz. Ich würde mich so freuen, wenn die das in ACC machen würden. Also, ganz ehrlich, wenn die das in ACC machen und die machen so eine Season 24er, moin, da bin ich dabei. Aber leck mich fett, da trage ich mich aber sowas von ein. PB im Rennen. Ja gut, bei RCC ist halt das Blöde die Streckenauswahl, ne? Ja, das stimmt, da hast du recht. Na, wo willst du gerne 24-Stunden-Rennen fahren? Spa, ist klar. Renz Hatch. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist gerade die Strecke, die kein... Fährt die überhaupt jemand freiwillig? Was? Alter, das ist meine schnellste Strecke. Ohne Scheiß jetzt. Das ist eine absolute Schmutzstrecke. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie gerade schlechten Empfang oder was? Kein Mensch fährt gerne Brands Hatch. Bist du bescheuert? Meine ganze Community, also wirklich so ganz, ganz viele Leute aus meiner Community lieben Brands Hatch. Okay. Das ist die einzige Strecke, wo ich super schnell bin. Wie viele Mann gehören da zu der Community? 3. Uiuiui. Ein Teamkollege von mir, Pete Snake. Nein, also ohne Witz, Brands Hatch ist für mich genauso wie Monza keine Strecke. Es tut mir leid. Monza ist genauso eine Scheißstrecke. Das ist, keine Ahnung, das ist nur gerade ein 3x-Lenken. Da ist überhaupt kein Anfang. Bagger, du fährst gerade Daytona, wo man gar nicht lenken muss, ja, theoretisch. Ja, das ist korrekt. Aber die fahre ich ja auch nicht gerne. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Daytona liebe. Wie kann man denn Brands Hatch nicht mögen? Die Strecke ist halt wirklich super anspruchsvoll.
Das ist korrekt. Also einfach ist sie nicht. Das also gerade jetzt gerade mal... Wenn du am Limit fährst, ist die echt schwer. Aber holla, die Waldfeder, schwitzt dir den Arsch weg, sag ich dir. Ich glaube, da habe ich schon auf Brands Hedge habe ich schon 4 Kilo abgenommen. Ey, schon alleine jetzt mal wirklich vom Gefühl her, ne? Wenn du die vorletzte Kurve, die so nicht einsehbar ist, über den Berg hochballerst, war das doch ja, die geilste Kurve EU-West. Ja, die erste Kurve ist schon nicht ohne. Oh nein. Hat er noch. Oh, sehr gut. Moment, da muss ich schnell den Channel runter. Ich dachte, mach den Abflug. Nee, die meisten. Alter, gerade noch. Alter, Michel! Mach's bitte nicht in der Kurve, ich scheiß mir die Hose. Okay. Schön. Nur 4? Naja, Ekvi, du musst ja auch immer damit rechnen. Es ist 20 Uhr, 21 Uhr schon. Viele liegen auch schon auf der Couch. Also Chatbeteiligung ist ja jetzt nicht so hoch hier gerade, ne? Um das mal zu sagen. Und ich habe keinen Onesie an. Im Live-Timing habe ich das Auto-Refresh angeschalten, ja. Nachher schießt oh, warte mal. Aus dem Hosenbein. Oh, geil. Ey, es ist endlich soweit. Es hat gerade jemand eine Nachricht geschrieben. Ich kann da Hauskurven. Ich kann es euch nochmal neu laden. Was kannst du nach Hause kurven? Ein Haus kaufen. Bis gleich. Du kannst ein Haus kaufen? Ah, oh, wie geil, ey. Nice. GG's. Ein Lebkuchenhaus. Bestimmt ein Lebkuchenhaus, ja. Boah, ich muss heute Nacht auf der Couch pennen. Ich habe so gar keinen Bock da drauf, ne? Was, warum musst du auf der Couch pennen? Weil wir Besuch haben. Also ich muss ein bisschen ausholen. Meine Freundin und ich haben getrennte Schlafzimmer, weil ich so laut schnarche, dass man nicht neben mir schlafen kann. Und wir haben dieses Wochenende Besuch und der Besuch schläft bei meiner Freundin im Schlafzimmer, weil das eigentlich das Gästeschlafzimmer ist. Und da bin ich meiner Freundin heute Nacht nicht auf den Piss gehe, wenn die im Bett liegt, schmeiße ich mich einfach auf die Couch. So ohne Decke oder alles. Der Witz an der Sache ist, meine Katzen schlafen immer auf der Couch nachts. Das heißt, wenn ich Pech habe, muss ich mal gucken, wo ich schlafe. Ich dachte schon, weil du jetzt heute keinen geregelten Schlafrhythmus hast, musst du auf der Couch pennen. Nee, nein. Nee, ich mach das einfach, damit sie in Ruhe schlafen kann, damit sie nicht morgen komplett zerstört ist. So, jetzt passt wieder alles. Ich weiß nicht, wie lange es up to date ist. Ah, ich habe uns nicht angeklickt. Ah doch, ich habe uns angeklickt. Schlaf im Rick! Wir schlafen einfach im Rick während des Livestreams, so. Wir schlafen einfach so heute im Rick-Chat. Aber wenn wir 18 Sekunden rausfahren, ist die ich habe heute schon überlegt, ob wir schon einen Unfall gebaut? Nee. Nee. Noch gar keiner hat einen Unfall gebaut, glaube ich. Also nicht mal ich. Nein, Unfall direkt. Ja, dir ist halt der eine fürs Auto gefahren. Ja, aber da ist ja nicht großartig was passiert. Nee, das nicht. Strategie passt. Schlaf im also Stuhl. Also Unfall hatten wir noch nicht. Ey, wenn ich im Stuhl schlafe, dann schmeißt ihr Säcke den ganze Zeit Alerts an und dann wäre ich wach davon. Mit Kopfhörer auf. Ihr Säcke. Das kenne ich doch schon. Boah, ich habe wieder die Dingszeit nicht umgestellt. Oh, Junge. Ach so, du hast 24 Stunden DC. Würden wir nie machen. Nö. Sorry dafür. Oh, fuck, da hinten war die erste. Da, scheiße. Dass das Probleme gibt. Ja, das hätte ich locker geschafft, auf jeden Fall mit noch einer Runde. Machen wir beim nächsten. Ja, da geht's schon los. Weißt du, unser Dankeschön für 100 Bits, Magga. Ich hoffe ja, dass euch das gefällt. Beim Zugucken. Stin 1 von 3. Das ist ja doch etwas unkonventionell vom Zuschauen her. Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr aber am Start seid. Ich persönlich habe sehr viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es großartig. Oh, jetzt sehe ich endlich mal das Auto. Wie geil, ey. Ja, hey. Das erste Mal. Die Karre ist schon nice. Die ist schon echt hübsch geworden. Also da hat Frankie auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe übrigens noch das alte Config drin. Also bei mir sind diese
Diese LEDs hier an der Türseite sind bei mir noch gelb und nicht blau, weil ich es einfach cooler finde. Okay. Also ich kanntest du das letzte Design? Das letzte Design war auch so ähnlich farblich. Das war mit so, so Kinder und so, also so Kinderriegel und was weiß ich, was da alles drauf war. Aber halt mit den Namen von den Jungs hier. Ja. Duki war beispielsweise Duklo, die schnellste Praline der Welt. Und das sah auch richtig cool aus. Und daher ist auch das, da ist auch das gelbe LED drin gewesen. Und ich finde das richtig cool. Aber die Skins sind halt schon richtig nice. Also da gibt das sich gut Mühe. Der Skin, also es gibt jemanden, Leute, wenn ihr zum Beispiel, ups, sorry, wenn ihr in das in die Stream-Übersicht geht, die angefertigt wurde von den Jungs, dann könnt ihr hier sehen, dass die gemacht wurden von, von Simskin. Frank heißt er, Frank Murphy, und der fertigt immer die Skins für die Jungs an, für die Autos. Also die haben jedes Mal bei jedem Rennen einen anderen Skin. Und der macht die alle alleine, ja. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. Ist ja quasi auch Sponsor von hier. Individuell angefertigt, nur für das Rennen heute. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob der Skin jetzt, also der hier jetzt individuell für das Rennen angefertigt wurde, weil ich meine, da war noch irgendwas mit Road America. Ja, der war eigentlich mal für Road America geplant, aber ja. Da wurde er, glaube ich, nicht benutzt oder sollte benutzt werden. Nee, ich glaube, Road America ist dann ausgefallen oder wurde nicht gefahren oder ich weiß nicht. Ja, genau so war das ja und dann... Dann und deshalb, aber zu Daytona passt ja natürlich auch, ne? Ja, ist ja auch in Amerika, ja. Aber jedes Mal sitzt man eigentlich da und bestaunt den Skin. Bei jedem ja, Rennen, auch die Zuschauer immer kommt in den Chat rein. Und jedes Mal liegt da noch eins drauf gefühlt. Oh, die sind echt, das ist gut geworden, ja. Ich habe die anderen noch nicht gesehen, also ist ja quasi das erste Mal, dass ich mit den Leuten zusammenfahre. Habe ich mir natürlich ja auch wieder die beste Feuertaufe ausgesucht. Ja gut, jetzt es geht um nichts, es hat jetzt keiner die Ambition, groß vorne mitzufahren. Wenn, es gibt keinen besseren Moment eigentlich. Das stimmt. Klar, ja, du bist jetzt ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Naja. Oh, Leute! Anders lernt man es ja nicht. Alles gut gegangen. Nee, das ist das beste Training. Anders lernt man das ja nicht. Da ist wieder einer runtergeflogen. Also du bist nicht der Einzige, der jetzt mal disconnected. Ah nee, das war jetzt ein manueller Disconnect. Ja, wahrscheinlich hat er... also Fahrerwechsel. Aber vorher gab's... Ja, das wird jetzt ein Fahrerwechsel gewesen sein, aber vorher ist mal einer so runtergeflogen. Ja. Lifetiming-Bug gerade. Ja, aber jetzt lass ich's einfach mal. Es bringt nichts, wenn ich hier immer wieder alle 5 Minuten das Ding neu aktualisieren, alles neu ausrichten muss. Jetzt geht's halt gerade nicht. Dann, wenn ihr das Lifetiming sehen wollt, dann müsst ihr auf die Seite... Das ist alles verlinkt hier im Stream. Memphis kann das bestimmt auch nochmal kurz reinposten und dann findet ihr das selbstständig. Ja, bei mir Ausrufezeichen Daytona, Leute. Für alle Infos zum Rennen. Stints, Lifetiming. Könnt auch gerne mal bei den Veranstaltern vorbeigucken. Virtual Racing. Haben sich sehr viel Mühe gegeben, muss ich wirklich zugeben. Eine sehr schöne Aufgabe. Ja, das auf jeden Fall. Auch das Lifetiming generell oder diese Seite mit dem Lifetiming finde ich generell richtig geil aufgebaut. So, da siehst du alles, was du sehen musst. Ja. Die einzelnen Fahrer, die einzelnen Zeiten, wer, welcher Fahrer welche Zeiten insgesamt und im Schnitt fährt. Die ganzen Incidents, alle Stops, du hast da wirklich alles im Blick. Also es ist schon gut gemacht. Oh. Ja, gut. Ja, man muss kurz aber die Geländereifen aufgezogen. Man muss aber auch... dazu sagen, dass die VR mit so die Crackheads in AC sind, was die den Ligabetrieb angeht.
Halt von Deutschland jetzt. Definitiv am besten hochgezogen, die ganze Sache. Ja. Ja gut, wenn du mal auf die Homepage von denen schaust, da sind ja auch, was weiß ich, 30 verschiedene Klassen oder so, ne? Ja, die bieten halt also alles. Das sind nicht nur zwei Events oder so im Jahr, das ist schon Hochbetrieb. Es ist ja nicht nur AC, was die anbieten, ist ja auch iRacing, ACC, R-Faktor 2 und da war es noch irgendwas. Ja, ich glaube, die drei großen Sims oder vier großen Sims halt, sind halt. Race Room haben sie noch. Ich finde das selbstständig, da bist du zu blöd dafür. Würde mir sagen. Ja, Tobi, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich hoffe nur Tag. Ich finde es... nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ist alles gut, ich nehm's dir nicht böse. So, Endurance-Rennen haben schon so ihren eigenen Charme, ne? Ja, das auf alle Fälle. Das sind halt keine Sprintrennen, ne? Es hat so einen Zauber irgendwie. Es hat so einen gewissen Zauber. Ich kann das immer gar nicht so wirklich, weiß nicht, beschreiben, wie... Man sitzt halt da, man ist mit den Leuten zusammen, man quatscht immer ein bisschen. Jetzt sogar halt 24 Stunden, Leute gehen pennen noch zwischendurch, kommen wieder. Ist schon gut. Beim 24er ist das auf alle Fälle richtig krass. Beim 12er ist es halt, du bist die ganze Zeit da. Ne? Größtenteils. Und ja, weiß nicht, 12er finde ich persönlich dann halt uncool, wenn man da bloß zu, wenn man da nicht bloß, sondern wenn man da zu viert oder so fährt. Ja, das sind da zu viele Leute für 12 Stunden. Findest du? Ja, weil da fährst du ja bloß 3 Stunden. Naja, du, da, also ich sag mal, ich spreche mal aus meiner Perspektive als Anfänger, da ist das schon ganz gut, wenn man nur 4 Stunden fährt. Ja, das stimmt schon. Nicht mit dem über die ganze Distanz. Ach, ohne Spaß, mir macht das halt mega Spaß, ne? Gerade so Endurance-Rennen, wenn du dann wirklich über die Position über einen Fernkampf oder sowas machst, das ist schon richtig geil. Ja, ja, das hat schon was, definitiv. Da ist es dann halt auch praktisch, wenn du jemanden hast, der da so ein bisschen in der Materie ist, der da so eine Art Spotter macht, weißt du? Ja, der dir dann sagt, hier, pass auf, du musst jetzt die in die Rundenzeiten fahren, dass du den und den Vorsprung rausfährst, dass du dann nach dem Boxenstopp dort und dort wieder rauskommst, ne? Das ist halt schon geil bei so einem Endurance-Rennen. Ja, so machen wir das auch immer bei ACC. Hier habe ich halt keine Ahnung davon. Ja gut, es läuft ja im Grunde genommen ähnlich. Nur eben, dass ja. Jetzt hier, klar, das Fahrerfeld ist nur größer als bei den meisten ACC-Rennen. Ich weiß nicht, wie viel hatten wir bei Wurst? Waren das auch 50? 50, ja. Ja. Ah, da haben sich ja der ersten 3-4 Stunden schon 4-5 Mann verabschiedet, oder wie war denn das? Nee, so viel war nicht weg. Ich glaube, am Ende haben 2 Teams gefehlt oder so. Ja, das fand ich halt was mich tatsächlich am meisten am 12-Stunden-Rennen stört, ist die Startzeit. Es geht halt immer von 12 bis 0 Uhr und das ist halt, ja. Da finde ich, von 15 bis 15 Uhr ist halt einfach angenehmer irgendwie. Ja, das stimmt. Naja gut, ich sag mal so, wenn du streamst, hast du halt echt gut zu tun, das zu covern, so, ne? Also gerade jetzt hier zum Beispiel, das finde ich in ACC auch ein bisschen schade, dass halt nicht so wie bei ACC, du steigst mit in die Karre mit ein und sagst, wenn du schlafen gehst, bleibst du einfach im Auto drauf und lässt das einfach laufen, weißt du? So, das ist halt für die Zuschauer immer ein bisschen unangenehm. Ja, gut, aber das ist ja hier schon ganz gut gelöst. Weil es jetzt halt hier nicht so die direkte Zuschauermöglichkeit gibt. Mhm. Ne? Ja. Also das hast du halt in anderen Sims, wie zum Beispiel R-Faktor oder iRacing, hast du das halt. Ne? Ja, genau. Na, ist ja bei ACC auch. Bleibst auf dem Auto bei drauf. ACC, ja. Aber wie gesagt, das 12-Stunden-Rennen, das hat mir mega Spaß gemacht. Na, da ist jeder seine 6 Stunden gefahren. Gut, ich bin, glaube ich, 7 oder 8 gefahren, weil ich den Schluss sind noch gefahren bin. Aber das ist so eine Sache, weißt du, finde ich übelst geil. Hab ich übelst Bock drauf. Kann die ganze Zeit nur fahren. Denk doch mal an dein Knie. Ja, dann fahr doch mal allein so ein Rennen. Ja, 12 Stunden am Stück kriege ich dann, glaube ich, doch nicht hin. Ah, jetzt auf einmal, ja? Ja, dann legst du dich halt dazwischen auch mal eine Stunde hin. Oh, da hinten hast du dann gedreht. Es sei denn, ich lass laufen. Stimo, wie lief dein Stint? Wann fährst du, Ray?
Ray fährt um ca. 23.15 Uhr und Ray ist gerade nicht hier, der ist pennen. Ja, der Powernap. Falls er das schafft. Ja, da bin ich ja nachher mal gespannt, ob ich noch einschlafen kann. Noch 17 Stunden wach sein, was? Du willst die letzten 50 Minuten verpassen? Einen halben Dreher. Ja, ich hatte zwei Dreher. Ich habe alles, die ganze Vorarbeit von Michael habe ich weggeschmissen. Innerhalb von zwei Kurven. Innerhalb von zwei Kurven, ja. Innerhalb von zwei Kurven habe ich das hingekriegt. Es war auch ein super schönes Gefühl. Also es fühlte sich wirklich unfassbar toll an. Also, oh, nice. Ja, ich kann, also ich habe Michael sein Gesicht schon gesehen. Kennt ihr dieses Jackie Chan Ding? Und Michel natürlich auch. Also, so sah Michel aus. Sehr, sehr gut. Je niedriger diese Zahl ist, desto weniger Zeitstrafe. Naja, solange man noch drüber lachen kann, ist alles gut. Eher wie Bruce Lee. Ja. Diese hat abgeschmatzt. Vorne spülen. Ich hab richtig reingeschissen, ey. Ey, aber ohne Scheiß, ich war auch gefühlt, bin ich rausgekommen. Ich habe einfach so im Verkehr und Nervosität und dann noch mehr Verkehr und mehr Verkehr und noch mehr und dann, ach Scheiße, dann habe ich einfach, da ging nichts mehr. Irgendwann feiern. Ja, wenn du sagst, in ACC läuft es besser, vielleicht klappt das ja irgendwie, dass sie dann nächstes Jahr wirklich das in ACC machen. Wobei halt wirklich in ACC fehlt einfach der Scheiß-Content. Da die einfach so. Ja, was bitte? Da fehlt einfach der Scheiß-Content. Ja, ein bisschen. Ich fahre nochmal, ja. 2 Uhr in der Nacht. Und dann morgen früh nochmal. Gibt's da keine Morde bei ACC? Das ist halt darfst nicht möglich, nicht. Weil die. Erstens darfst du es nicht. Also, du kannst es illegal halt machen. Wie mit den Skins, das ist ja eigentlich. Mit den Custom Skins, das ist ja eigentlich von Kunos auch nicht erlaubt. Ja. Ne? Aber rein zufällig sind da halt mal ein paar Templates durchgesickert. Und seitdem gibt es halt die Custom Skins. Also, ich glaube nicht, dass es rein zufällig war. Da hat wahrscheinlich mal irgend so ein Kunos-Mitarbeiter ins Internet Copy and Paste gemacht. Auf alle Fälle ist es auch nicht so einfach, dort in ACC Mods reinzubringen. Weil die ganzen Daten sind in einer großen Datei vereint. Die heißt AC Ship. Und dort kommst du halt nicht rein. Das ist das Problem. Du müsstest halt die ganze Datei neu packen und weiß ich, vielleicht geht's ja doch irgendwie bei ihm, der da richtig Ahnung hat, aber Aber irgendwie ist doch das nicht so hundertprozentig produktiv. Ich meine, klar, vielleicht wollen sie das Zeug irgendwann mal auch als DLC oder sowas rausbringen, als Erweiterung und das Ding verkaufen. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn du sowas ermöglichst, dass die das halt modden können, dann wird das, ja, in solchen Events genutzt wie das hier. Das ist ja Werbung dann für die. Ja, das liegt ja nicht an Kunos. Das liegt an der Rechtevergabe von den Autos. Genau, an der SRO liegt das. Genau. Die haben ja die Lizenz mit der SRO. Und die SRO hat halt gewisse Richtlinien vorgegeben, die eingehalten werden müssen. Das ist das ganze Problem. Okay. Also von Kunos oder beziehungsweise 505 Games kommt die Sache nicht. Das ist rein lizenztechnisch so gelöst worden. Das heißt, der einzige Content, den du vermisst, sind Skins oder wie? Nein, und Autos. Halt. Autos und Strecken. Okay. Ja, dort gibt's halt keine CCRs. Die haben jetzt zum Beispiel die GT4s haben sie halt gebracht, was absolut genial war, was sie da rausgehauen haben. Die GT4s machen ultra mega viel Spaß. Allerdings finde ich die BOP der GT4s echt fragwürdig, weil das sind halt Autos dabei, die sind komplett OP. Und dann sind Autos dabei, die fallen halt komplett hinten runter. Beispiel ist der Aston, das ist der schnellste GT4 von allen. Wirklich auf sehr, sehr vielen Strecken absolut OP. Und dann hast du zum Beispiel den Audi R8 GT4, den kannst du auf keiner Strecke fahren, weil der Hubel einfach nicht bremst. Ja, das Ding ist der letzte Hundedreck. Weil der Hubel einfach nicht bremst. Ja, ist so. Und dabei fahren die Dinger nur 20. Ja, das vielleicht nicht. Aber halt, der bremst halt nicht. Das kannst du gerne ausprobieren. Also da ja, die Bremspunkte, die du da mit den Ästen zum Beispiel nimmst, das kannst du mit dem R8 vergessen. Ich habe einen Stream mit GT4 und dann habe ich gesagt, nö, tschüss, nie wieder. Ja gut, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Bis wann geht der live? Bitte? Hier ist gerade die Frage, bis wann der Livestream geht. Prinzipiell ist der Livestream bis 15 Uhr morgen komplett abgedeckt. Nicht hier auf dem Kanal,
Der hier wird bis 4:30 ungefähr gehen. Aber das ganze Event ist per Livestream abgedeckt. Ist in der Streambeschreibung alles zu lesen. Du kannst die Übersichtsseite aufrufen und kannst schauen, wer zu welcher Uhrzeit die Cockpit-Sicht hat und wer zu welcher Uhrzeit die TV-Sicht hat. Und natürlich auch noch den offiziellen Stream vom Veranstalter. Alles da zu sehen. So, Michael, jetzt darfst du reden. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, weiß gar nicht, was ich jetzt sage. Ich wollte noch über die GT4s reden. Also, diese, wenn du dich mal wirklich auf die GT4s einlässt und wirklich mal in einem kompetitiven Feld mit den Dingern fährst, machen die unheimlich viel Spaß. Nee. Weil mit den Autos kannst du auch mal ein bisschen kontaktfreudig fahren. Das geht halt mit den GT3s nicht so geil. Ja, das geht auch. Es geht schon, aber nicht so geil wie mit den GT4s. Glaube ich dir. Die machen echt... sind zu langsam, oder? Ja, mir ist das ein bisschen zu langsam. So, Formel 1 ist mir zu schnell und GT4 ist mir ein bisschen zu langsam. Na gut, Formel 1 gibt es noch keine richtige Simulation. Gibt's ja bloß Arcade Racer. Also, wenn ich vielleicht irgendwann mal 40 bin und nicht mehr schnell genug bin, dann vielleicht so. Aber bis dato erstmal. Nochmal Grüße gehen raus an Benny, falls du zuschaust, der mir freundlicherweise sein T300 zur Verfügung gestellt hat hier. Seinen brandfrischen Ferrari Alcantara, wo er noch gar nicht lange benutzt hat. Und ich gehe direkt schon mit meinen Griffels daran. Also für die Leute, die das jetzt hier auch nochmal interessiert, wenn ihr Ausrufezeichen Daytona eingebt, kommt ihr auf diese Seite. Dort könnt ihr sehen, wer wann fährt. Also Ray ist um 23.15 Uhr wieder dran. Rampy ist jetzt noch in der TV-Cam bis 4 Uhr morgens und das seht ihr alles hier. Und hier findet ihr auch gleich die Links noch zu den Streams. Ne? Also ich versuche irgendwie 24 Stunden zu streamen. Also dass der Stream anbleibt irgendwie. Ja, na, also ich übertrage ja jetzt hier nicht... Ja, du bist aber nicht immer da, oder? Nö, aber wenn ich schlafen gehe, mache ich einfach offiziellen Stream an und dann gehe ich knacken. Also ich hoffe, dass sie mir das nicht übel nehmen. Also ich werde das natürlich auch alles dementsprechend verlinken. Aber ich möchte halt nicht irgendwie mitten in so einem 24-Stunden-Rennen dann offline gehen. Oh, was ist so? Ne? Persönlicher Streamer-Anspruch irgendwie. Oh, Automobilista 2 ist gerade im Angebot, also falls das jemanden interessiert. Ist das jetzt die Empfehlung von dir? Nein, aber das ist halt eine neue Sim. Soll halt auch nicht schlecht sein, ich bin selber noch nicht gefahren. Aber leider ohne DLCs, oder? Alter, das Season Pass kostet halt 71 Euro. Tipp. Hoho. Vorhin hat übrigens jemand gefragt, ob AC schwerer ist als ACC. Es fährt sich anders. Also AC fährt sich anders als ACC. Die Autos in ACC sind etwas wilder. In AC. Aber ansonsten gibt es ja nicht wirklich große Unterschiede. Ja, ich versuche das immer so zu erklären, dass du bei ACC spürst du den Reifen mehr. Da merkst du mehr vom Auto. Und bei AC ist das Lenkverhalten halt richtig statisch. Ja, weil bei ACC musst du halt erst die Reifenkräfte überwinden und dann lenkt das Ding ein. Und bei AC lenkt es halt sofort ein. Aber ja, du merkst halt, was das Auto macht. Also ich zumindest. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, ob sich das bei dir ein bisschen gebessert hat, weil du ja gesagt hast, dass das Force Feedback bei dir so in Anführungszeichen leer ist. Bei AC meinst du jetzt? Ja. Naja. Man merkt halt, dass es ein bisschen älter ist und in die Jahre gekommen ist. Ist halt wie bei iRacing auch. Bei iRacing merkst du auch, dass das Force Feedback in die Jahre gekommen ist. Aber ist nicht schlimm, man gewöhnt sich. Meister Mats, moin, ich grüße dich. Hier ist der Command-Übersicht, ja. Ja, Duki aktuell noch auf dem Fahrzeug. Bis 23.15 Uhr, also 2 Stunden noch ungefähr. Nicht ganz wahrscheinlich, oder?
Na, du gehst aber ja schon einmal in der Box, oder? Ja, eben, der ist schon im zweiten Stint, also... Wenn er drei... Drei Stück muss er fahren. Hat jetzt noch... Also so eineinhalb Stunden oder so, werde ich jetzt mal fast noch schätzen. Ja, genau, so circa. Ja, Ruth. Ja, danach kommt Ray. Das war nicht ganz so geil an der Stelle. Und ich glaube, nach Ray fährt Dizzy wieder. Ja, genau. Über ein bisschen lupfen und erst in der Steilkurve raus. Vor allem, um dann auch einen guten Ausgang zu kriegen, weil hier verlierst du sonst zu viel Zeit. Ich fahr heute Nacht dann wieder, ja. Und schmeiß dann alles, was Ray sehr und Dookie gemacht haben, mach ich wieder kaputt. Quatsch. Quatsch. Und dann, dann übergebe ich den Hobel an Michel und dann sage ich, Michel, mach mal. Time to shine, mein Freund. Time to shine. Zeig mir alles. Was Top 10 bitte. Top 10 bitte. Wie so ein Bestellservice bei Michel. Gibst du an, was du willst und dann fährt er dir das hin. Manchmal. Also ich gehe nach meinem Stint heute Nacht schlafen. Oh. Irgendwann um 4, denke ich. Da war einer aber gerade richtig lange im Begrenzer drin. Das war knapp, da hatte ich auch... Und Dookie hat wieder mal die Offroad-Reifen drauf. Oh! Gut, Hauptsache vorbei. Ich dachte echt, der räumt jetzt fast den abgefahrenen Skyline ab. Oder GTA, das ist kein Skyline. Ja gut, man kann nur Skyline. Das war richtig los. Ja, aber das Rennfahrzeug, ist das ein Skyline? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube eher 32? Nein. Wie, nein? 33? Das war kein R32, Mann. Was ist denn mit dir? Hallo, ich kenne mich doch mit Autos nicht aus. Das ist ein, ist schon ein GTR. Ist doch der R35, oder? Korrekt, und das ist ja ein R35. Mann, ey. Der da mitfährt. Aber es ist halt der Nachfolger vom R34, den man halt Skyline genannt hat, beziehungsweise die davor auch. Na, R32, das ältere Modell, was noch die geilen, die geile Heckpartie hatte und die runden Rückleuchten. Also richtig gleich groß rund. R32 ist von meiner Meinung nach von den Skylines der geilste von allen. Rein optisch gesehen. Echt? Ja, ja. Ich finde. Ich bin da eher beim R34, glaube ich. Ja, gut, das ist so der Mainstream Skyline. Aber das ist eh nicht so mein Lieblingsjapaner. Wie viel Fast and Furious geguckt? Nö, nicht mal. Was ist denn dein Lieblingsjapaner? Kommst du jetzt mit Supra um die Ecke? Nein, der 3000 GT. Ja, gut. Ja. Da hätte ich vielleicht noch NSX gesagt. Also, ich hab. Was ist ein NSX? Ja, NSX ist auch geil. Naja. Aber der alte. Natürlich. Also ich habe Lieblingsjapaner wäre, glaube ich, der Kombi von Kia, der neue. Der Stinger. Was? Das ist nicht Kia Stinger? Der Kombi von Kia. Ey, weißt du, wie geil der ist? Also das, also wenn das jetzt der Stinger-Kombi, also wenn es den als Kombi gibt, den Stinger, dann ist der wirklich geil. Mir gefällt der auch. Also das wird auf jeden Fall, also okay. Weiß ich jetzt schon. Ja, den schon. Stinger kenne ich. Der ist cool, aber... Das hat sich jetzt so angehört, so Kia-Kombi, so ein bisschen abwertend. Nee, oh, meine ich ernst. Finde ich mega geil, das Ding. Bremse 200 SX Nissan Silvia. Dir geht's gut, Katze, ne? Schön im Schoß abscheißen. Oh, geht. Die RX, sehr gut. Die RX-7 und so mit dem Wankel sind halt auch geil. Ja, geil ist es nicht, weil die Motoren nicht halten. Genau wie mit dem RX-8. Das Ding ist einfach nur eine Totgeburt. Asiatisch, Entschuldigung. Aber cool an sich ist es schon. Ja. Asiatik, hier. Asiatisch. Dass es nicht wirtschaftlich ist und allem drum und dran, ist halt, das ist logisch, ja. Die Böcke halten auch nicht. Das ist schön, sind die schon, aber die halten halt nicht. Das putzt die Motoren. Ich muss aber auch sagen, dass ich die ja, gut, das ist ja
Weil er will die ganze Zeit sagen, du fällst nie jedes Mal ins Wort. Alles gut, es ist ja okay, also. Passt okay. Nee, du darfst auch mal was erzählen, so ist es nicht. Ich mute mich einfach und rede mit meinem Chat, oder? Ist mir egal, wenn ihr reden wollt. Mach ruhig. Nein, Quatsch. Die Mazda-Kombis in Mazda-Rot sind halt einfach auch mega geil. Okay, entfernt er bitte hier vom TS. Warum denn? Mazda, Mann. Hä? Was ist denn mit dir? Mazda ist doch mega geile Scheiße, Junge. Nee, die neuen Autos gefallen mir überhaupt nicht. Boah, ich finde die richtig sexy. Mazda, hau ab. Wie mich gleich wieder ausfällig wird hier, Mazda, hau ab. Es gibt sowieso nur ein einziges Auto, was ich persönlich mir irgendwann kaufen würde, aber das ist nicht gut für die Umwelt. Okay. Und jetzt deswegen. Kommt bestimmt sowas wie Dodge Ram oder so. Nee, der Ramsey ist schon sehr geil, also so als Pickup, aber ich würde so Cadillac Escalade Limo bin ich ganz, ganz stark dabei. Gottes Willen. Was ist mit euch denn los, Alter? Das ist ja wohl bitte das geilste Auto für große, fette Menschen wie mich. Hängt ja noch ein Geld. Du weißt aber, dass man den nur kaufen darf, wenn man mindestens vorher 10 Jahre im Knast gesessen ist. What? 3 Kilo Gold um den Hals hängen hat. Wie ihr halt gar keine Ahnung habt, ey. Das ist ja wohl bitte mal die geilste Schüssel EU West, Junge. Habt ihr schon mal in so einem Ding drin gesessen? Nein. Ja, dann setz dich da mal rein und dann... Ich hab nicht so viele amerikanische Hip-Hop-Freunde. die See bringt mich Schnee vorbei. Ach, ihr habt doch gar keine Ahnung. Ich habe in 3 Stück drin gesessen und das war schon eine richtige, also das war mega geil. Ja, Cadillac ist schon nicht schlecht, aber das ist halt, weiß nicht. Da kann ich auch Boot fahren. Ich mag halt große Autos, ne? Du meinst Yacht, Michel. Ach, wie sie halt gar keine Ahnung haben. Weißt du, wenn du mit 9 Mann in einem Auto sitzt, Junge, und alle haben so viel Platz wie der Fahrer vorne, dann weißt du halt Bescheid, gutes Auto. Baust die Rückbank aus, kannst hinten drin schlafen. Ja. Ja, gut. Aber da kann ich mir auch einen Camper kaufen. Alter, Michel, Duki, ihr habt beide keinen Geschmack. So cool. Also hört auf, mit Simracing zu spielen. Bitte, bitte, tu uns den Gefallen. Wie? Was? Hä? Wie? Was hat denn... Ich habe ja noch nicht mal angefangen. Hä? Was ist denn das hier jetzt für ein Kommentar in meinem Stream? Hast du den selber verfasst, oder was? Nee, das hat irgendjemand geschrieben. Na, so einen Scheiß erzähle ich nicht. Vor allem Duki. Duki hat das gar nicht geredet. Wollte ich mal sagen, Duki ist doch einfach, der fährt doch gerade hier das Auto. Na, er hat gar keinen Geschmack. Wegen den Automarken? Wieso? Ach, lass doch die Leute einfach fahren, was sie wollen. Also. Na. Außerdem habe ich das gerade gesagt, ne? Ich bin dizzy. Also, genau. Hast keinen Geschmack. Ich habe die... du Paddy! Ich habe hier die guten Autos genannt. Ich bin dizzy, nicht du, G. Schön. Dugi und Michel kann ich nicht unterscheiden. Oh. Hände, was denn du? Duki und Michel? Duki und Michel erkennt ja wohl jeder Nacht sogar. Ich denke mal, er sollte am besten hier mal auf das Zahnrädchen bei Twitch klicken. Und da gibt's bestimmt irgendwo Konto auflösen oder so. Hey, er steht auf Mazda. Jetzt muss ich hier ganz kurz mal Partei ergreifen und sagen, besser Mann, okay? Da stehe ich voll dahinter. Hey, schön. Jetzt sagt Faith Connors noch, dass er Mazda Rot richtig geil findet. Und dann... Also stehe ich voll hinter ihm. Und dann sage ich auch, ja, finde ich, also da muss, Michel muss weg. Genau, und Duki auch. Sind die Lieblingsmarken von Duki auch. Die Traumfahrzeuge von Rampy und mir. Ja, Rampy, was würdest du dir denn gerne kaufen? Das kommt jetzt drauf an. Ist da jetzt mein Konto mit einbezogen? Nein, natürlich ohne Konto, oder ist weil, da jetzt... weil da würde ja bloß. Keine Ahnung, ein 1980er Polo rausspringen. Ja, los.
Lass raus, ja, ich kann's ertragen. Aber ein 1 zu 18. So. Ja, es kommt drauf an. Ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden. Also cool, richtig geil finde ich den Pagani Huayra. Was? Richtig geil finde ich eigentlich alle Aston Martins. Was? Und wenn es ein bisschen älter sein darf, dann gerne ein Austin Healey 3000. Mhm. Kannst du auch mal Automarken nennen, die man auch kennt? Ja, Pagani Huayra wirst du ja wohl kennen. Oh, ich habe noch eine Automarke vergessen. Ja, mach weiter. Kenn ich alle nicht. Ist halt ein Hypercar, ne? Ich kenne so eine Autos nicht. So viel Geld habe ich nicht, also träume ich auch nicht davon. Ich auch nicht. Ich kann mir halt auch nicht leisten. Ja, ist halt schwer, ne? Was Lieblingsauto. Also ich finde zum Beispiel, wenn es wirklich ein älterer Shelby, der Eleanor, da geht nichts drüber. Das ist absolut das geilste Auto, was es gibt. Soll ich dir mal kurz eine Story erzählen? Oh, jetzt kommt's. Alter, pass auf. Ich war letztens bei einem Kumpel und der hat auch so ein Ami-Fable, ne? Und der hat so eine Ami-Werkstatt, wo die immer Öl wechseln und sowas alles machen, weil die sich damit halt auskennen, ne? Okay. Und dann fahren wir auf das Grundstück und er macht sich einen Termin für Ölwechsel. Und dann sagt der Typ so, wollt ihr mal unsere neueste Errungenschaft sehen? Und wir so, ja, okay, cool. Und da steht halt alles voll mit Amis. Also wirklich alles. Und dann macht er so eine Garage auf und dann steht da Eleanor drin. Ja, das Original. Das Original. Nein, niemals. Das Original mit fucking Zertifikat, Alter. Ja, es gibt mehrere Originale. Ja, na klar, die haben ja nicht. Ich glaube, 4 oder 5 haben sie kaputt gemacht. Genau. Und 2 oder 3 sind noch übrig. Genau, und da drinnen stand das Original, Alter. Und ich gehe so rein und denke mir so, warte mal, das kennst du noch? Er so, ja, kennst du Film nur noch 60 Sekunden? Ich so, ja, das ist das Auto. Und dann stand da wirklich Original Eleanor drin. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das ist halt so ein Auto, was wirklich mein absoluter Traum ist. Also von allen Autos ist das wirklich mein absoluter Traum. Aber nicht erst seit ein paar Tagen. Das ist seitdem ich den Film gesehen habe und das Auto dort gesehen habe, wollte ich das Ding haben. Ja, das wird mal nie in Erfüllung gehen, das ist klar. Na, es sei denn, es donatet mal jemand richtig rein. Boah, der wird reingebaitet hier. Ja, der musste aber auch, auf 24 Stunden springen. Warte, ich lass mal schnell 5 Euro springen. Okay, dankeschön. Mehr gibt dir mein Konto nicht her, wie du vorher erörtert hast. Auf alle Fälle ist das jetzt hier so das Auto aus der Steinzeit und ja, gut. Bin halt Audi-Fan, ne? Obwohl ich da halt jetzt auch sage, ich muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich bin ja Mechatroniker. Also ich habe ja jeden Tag mit dem Gedöns da zu tun. Mhm. Und momentan ist es halt so, ich fahre ein Auto von 2004. Mhm. Ist schon ein bisschen älter, hat jetzt 240.000 Kilometer runter. Oh, pass auf, ich könnte mir schon lange ein neues Auto kaufen. Ja, Tag an alle Zuschauer, alles, seht richtig. Aber wirklich alles, was, alles durch die Bank weg, was jetzt neu auf den Markt kommt, beziehungsweise was jetzt meinetwegen schon 2-3 Jahre alt ist, kannst du nicht mehr kaufen. Okay. Ja, weil die Motoren, seitdem die alle jetzt auf Direkteinspritzer umgestiegen sind, sind die ganzen Motoren einfach nur noch Schrott. Dann kommt noch die Abgasnachbehandlung dazu. Das macht die Autos alle kaputt, durch die Bank weg. Und einen Diesel brauche ich mir nicht kaufen, weil ich bloß 7 Kilometer Arbeitsweg habe. Ja, gut. Ja, also wie gesagt, Direkteinspritzer, egal ob das jetzt Audi, VW oder Mazda oder sonst irgendwas ist, du hast nur Probleme mit den Autos ab einem bestimmten Kilometerstand. Und über Steuerketten brauchen wir gar nicht reden. Gut, ich habe nach 7 Kilometer kannst du dir auch ein E-Bike gönnen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch das letzte Mal mit meiner Freundin geredet. Ich sage hier, pass auf, ich werde mein Auto so lange fahren, bis es nicht mehr geht und bis es auseinanderfällt, bis es sich nicht mehr wirtschaftlich lohnt zu reparieren. Und dann kaufe ich mir einfach ein E-Auto. Es wird so kommen. Oder Wasserstoff, je nachdem, welche Technik sich nur durchsetzt. Aber hier sieht es halt momentan so aus, als wenn Deutschland so bescheuert ist und auf E setzt. Ja. Ja, aber das wird sich nicht lange halten. Was? Oder gehst du davon aus? Eieiei, entschuldigt. Naja, also ich weiß nicht. E-Mobilität ist halt nicht das, was. Ja. Oh Gott, ihr macht da gerade ein ganz böses Fass auf. Also auf Twitch sollte man über sowas nicht reden, aber macht ruhig weiter, ich höre zu. Also, es wird sich irgendwas neben dem Verbrenner definitiv so durchsetzen. Ob das nur E ist oder Wasserstoff, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Verbrenner werden aussterben, das steht definitiv fest. Bin ich fest davon überzeugt. Kleiner Verbremser. Aber ihr wisst ja,
Wir reden jetzt auch nicht über die Abgasemission, was ein E-Auto fabriziert und was ein Verbrenner fabriziert. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil die Abgasemission von so einem E-Auto ist deutlich höher als die von einem Verbrennermotor. Also zum momentanen Stand, allein durch die Fertigung. Aber ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Aber eins musst du mir jetzt mal noch kurz erklären, Michel. Ja. Was ist dieses ominöse Wasserstoff, von dem du da redest? Ja, Wasserstoff. Brennstoffzelle. Ja. Da gibt's bei... Aber du sprichst das so cool aus. Wasserstoff. Ja, Wasserstoff. Ich würde Wasserstoff, Mann. Schön in den 46er. Puh. Wasserstoff. Da habe ich ihn jetzt gleich wieder gehuckt. Muss ich mir merken. Übrigens, I miss the 80s. Da kommt von dem Chat. Du solltest mal deine Ohren waschen und zuhören, was Michel sagt und nicht nur die Hälfte, die du verstehen möchtest. Und ich möchte, und das gilt für alle, ich möchte das extra nochmal sagen, es werden keine Teilnehmer dieses Streams in irgendeiner Form angegriffen und dämlich angemacht. Habe ich gar keinen Bock. Okay, erzähl mal, was ist denn gelaufen? Ich will hier, nee, das Ding ist halt, das ist so ein Thema, gebe ich dir mit auf den Weg, weil du ja noch relativ frisch in der Streaming-Szene bist. Das sind Themen, die solltest du nicht ansprechen. Okay. Also das ist schlimmer als Politik. E-Autos oder Autos generell und ihre Verbrauch E und so weiter, würde ich dir nie empfehlen anzusprechen. Weil alle wissen es besser. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Fan davon. Ey. Das will ich jetzt auch noch dazu sagen. Nicht, dass das hier jemand irgendwie in den falschen Hals bekommt. Also ich bin nicht dafür, dass die Verbrenner aussterben. Aber rein wirtschaftlich ist es halt so, dass sich das halt durchsetzen wird. Meine Meinung. Ja, ob das dann nur jemand anderer Meinung ist, es sei dahingestellt. Aber ich würde auch lieber weiterhin Verbrenner fahren. Ja, also mein Auspuff ist laut. Ich sage nur so viel dazu. Ich fahre Rollschuhe. Und nicht, weil er kaputt ist. Ein Loch reingebohrt. Zwei. Für jede Zylinderbank eins. Wow. Oder am Flammrohr unten abgeschraubt und eine kleine Lücke drin lassen. Du hast ja einen Turbomotor, ne? Das ist ja kein Problem. Da brauchst du ja den Gegendruck ja nicht. Kann mal bitte netterweise von den Mods einer I Miss the 80s für eine Stunde auf eine Bank setzen? Ich glaube, er möchte mal dem Thema nicht mehr teilnehmen. Sorry, I Miss the 80s. Hab dich lieb und so, aber sowas mag ich halt gar nicht. Es ist halt so, also es ist wirklich so sinnfrei, solche Kommentare abzulassen. Gerade auf Platz 2, also offensichtlich im Fight mit abgefahren 1. Wenn dann noch ein Mod da ist? Und ich mach's gleich selber. Ich muss das selber machen. Ja, oder ich sag einfach was. Und ein Mr. Eddies versteht das. Ich bin immer gerne. Ich kläre das lieber gerne mündig, als jemanden zu bannen. Ich denke mal, du hast es verstanden. Oh, Michel ist auf einmal so leise. Was? Er ist schon am Diskutieren irgendwo. Ich hab gesagt, du bist auf einmal so leise, du diskutierst schon irgendwo. Nein, ich lese gerade mal dieses Chat. Ach so. Kein mich da gerade unbeliebt. Aber sonst kannst du ja auch Chat lesen und Auto fahren gleichzeitig. Quatsch. Du machst dich damit nicht unbeliebt. Es gibt halt, also es ist halt immer so eine Frage, das habe ich auch über die Jahre gelernt. Es gibt immer eine Frage, wie man in den Diskurs reingeht. Halt nur die Hälfte verstehen, was derjenige sagt. Und draus machen, was man gerne verstanden hat, da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Und wenn jemand, also ganz ehrlich, wenn du bei mir im Stream bist und irgendeiner haut einen Spruch raus, ja, der scheint wohl zurückgeblieben zu sein, dass er AfD wählt, dann hört es bei mir halt einfach auf, weil die Hälfte von dem, was du gesagt hast, gar nicht verstanden wurde. Und ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wenn du darauf ansprichst, ein Mr. 80s, dann stehe ich wirklich auf und drück dich weg, also reiß dich zusammen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich will hier Spaß haben und mich nicht über so eine Scheiße unterhalten müssen. Danke. Hab dich lieb. René, ihr seid auf Twitch, welcher Kanal? Streambeschreibung. In der Streambeschreibung steht alles. Da kommst du zum Kanal von Dizzy.
der streamt oder er versucht 24 Stunden auf Twitch durchzustreamen, gerne mal vorbeischauen, ein Follow dalassen und ein bisschen was in den Chat schreiben. Okay, alle hier, haut mal ein Däumchen auf die Streams. Das ist ja auch so, haut mal ein Däumchen auf die Streams, bitte. Wie geht's, Scarlett? Nee, Starlet? Ja, Chat, ihr müsst einen trinken. Starlet geht's noch gut bis dato. Starlet geht's immer gut. Ja, ja, ist noch auf dem Server. Ich hatte nicht gewusst, ob wir schon mal. Wer hatte das Kaduki bisher noch nicht? Nee, er hat ein paar Ausritte. Er hat ein paar Mal die Offroad-Reifen draufgeschnallt. Und ja, einmal ist ihm das Auto ausgebrochen. Er hat's aber Gott sei Dank abgefangen. Was hast du ihm da eigentlich gedrückt, Michel, dass du unbedingt zu ihm runter musstest? Ja, unseren Standardspruch. Weil er da so geslided, gedriftet ist. Oh, Michel? Ja. Ich bin, also mein Glückwunsch übrigens zu dem Häusle. Ja, Moment. Also wenn's geht. Jetzt, wenn's klappt. Jetzt, wenn's klappt. Na, nächste genau. Woche Samstag haben wir Besichtigungstermin und dann müssen wir mal sehen. Das ist doch geil. Ja, wir suchen halt jetzt schon. Wir suchen halt jetzt schon 3 Jahre lang. So bitter das klingt. Aber bisher war da noch nichts Passendes dabei und die Immobilienpreise, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, das ist wieder so eine Sache, die geht dann wahrscheinlich wieder ins Unendliche. Naja, aber du, ganz ehrlich, ich würde dir da Berlin empfehlen, da kriegst du auf jeden Fall günstig was ab. Auf jeden Fall. Also da bist du mit, Freiburg, Freiburg kann ich auch empfehlen, da ist auch sehr günstig. Das habe ich schon gehört. Ein Kumpel wollte, arbeitet bei mir hier, arbeitet in Freiburg. Irgend so ein, keine Ahnung, müsste ich nochmal fragen. Der ist da Ingenieur und der wollte sich dort halt auch ein Haus kaufen. Und er hat gesagt, selbst mit dem Gehalt, was er dort verdient, das ist fast unmöglich, dort irgendwie Grundstück oder Haus zu erwerben. Ja, hast keine Chance. Das ist so sauteuer. Selbst die Mieten sind. Wir wohnen ja ungefähr 30 Kilometer von Freiburg weg. Und selbst da merkst du schon, dass die Leute aus Freiburg hierher ziehen. Es ist 9:30, die ganzen brisanten Themen kommen auf den Tisch, Junge. Also so nach 7 Jahren Streaming-Erfahrung sind das alles so Themen, die... Das Einzugsgebiet von Freiburg halt nicht mehr Freiburg ist. Ich bin hier. Ich hier. Sondern das halt wirklich 30 Kilometer rundum schon ist. Weil es halt absolut zu teuer ist. Du kannst dir das nicht leisten. Was war das jetzt? Ich weiß nicht, da haben zwei gerade mal einen schönen Abflug gemacht. Nee, das meinte ich nicht gerade in diese Szene. Ey, also, ich finde das immer sehr schön. Also, ich habe halt, habe ich eben gerade im Stream gesagt, ich habe halt die ganzen Jahre alle Themen ausgetestet, die man nicht anschneiden sollte. Das ist auch ein Thema, das sollte man auch nicht anschneiden. Deswegen, ich halte mich da immer zurück. Deswegen habe ich einfach nur die Geste so gemacht. Nee, ihr könnt, redet darüber. Es ist vollkommen okay. Also macht, ich will euch da gar nicht reinreden. Das ist immer so meine Erfahrung und ich lache immer gerne darüber ein bisschen. Also ich würde vorschlagen, da gehen wir jetzt ein anderes Thema an. Ach Quatsch. Wie sieht's denn mit Corona aus? Ich habe gehört, Spiegel TV macht da sehr schöne Dokumentation. Also die sind auch sehr gut. Also wir können uns ja zusammen in so eine Zoom-Konversation hier, so ein Zoom-Meeting setzen und dann gucken wir uns gemeinsam so Spiegel TV Doku an. Die ganzen kontroversen Themen einmal durcharbeiten. Na klar, und irgendwann um 4 Uhr morgens, da kommen dann die kecken Witze über Corona und dann leugnen wir das und morgen früh stehen wir als AfD-Wähler da und haben alle keine Masken auf oder so ein Shit. Das ist korrekt. Und wählen Trump. Und aus Deutschland wählen wir Trump. Trump-Fan. Trump-Fan, ja. Definitiv. Genau. Dann haben wir auf jeden Fall alles dabei. Oh Mann, ey. Das ist doch ganz lustig. Ja, man muss das, glaube ich, immer ein bisschen mit Humor sehen. So. Aber ich wünsche dir natürlich sehr viel Glück. Ja, danke. Michael. Danke, danke. Ja. Erstmal die. Hast du jetzt auch ein Häuschen gefunden mit Werkstatt, Michel? Ja, sind 2 Garagen dran. Das werden wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen müssen. Aber. Ach, stimmt, wir müssen noch über Gender müssen wir noch reden, Leute. Was? Über das Gendern. Also das heißt ja ZuschauerInnen jetzt, ne? Das muss man machen, richtig? Ach so. Gender. Ja, ja. Okay, Entschuldigung. Also 2 Garagen, ja. Also auch zum Schraubengaragen oder nur Parken? Ja, ja. Also ja, definitiv. Ne? Hab ja auch noch ein Motorrad.
Ach, naja, klar, der feine Herr. Aber ein Fahrrad hast du nicht, oder? Doch. Ach, auch, ja. Aber fährst nicht. Doch. Auch, ja, aber ja. 7 Kilometer fährst du mit Auto. Nee, also im Sommer fahrst du ein Fahrrad, mein Guter. Ach, da. Deswegen hast du auch so dünne Beine. Du bist bestimmt so ein richtig drahtiger Sportlicher, ne? Beine und drahtig, Junge. Was stimmt mit dir nicht? Nee, bin ich nicht. Also, dein Knöchel erkenne ich schon, dass du doch eine sehr männliche Statur hast. Ah, das, also dünn bin ich definitiv nicht. Na, ich habe nicht gesagt, dass du dünn bist. Drahtig und sportlich, das ist nicht dünn. Sportlich vielleicht auch nicht mehr, das war ich mal. Bleibst du aber hier. Die Zeit ist lange so. Vorbei. Liebes Heck. Guck mal, also Yashi, danke dir für die. Falls ihr euch fragt, warum ich so leise bin, ich habe das Mikrofon extra weit weg gemacht, damit ich da viel Glück nicht von gestört werde und so. Also allen Fahrern, die anwesend sind, Küsschen viel Glück. An alle neuen Zuschauer. Das wäre die, ja, genau. Und an alle, die jetzt wieder mal sind. Nein, 1,80 und ich glaube. Mal kurz gemutet? 95 Kilo oder so. Nee, ich bin kein Sauerkrauts-Fan. In der Tat bin ich von, also ich bin sehr gut befreundet mit den Jungs von Sauerkrauts. Ich habe das hier mit dem drauf und dem drauf und dem drauf. Also sogar so weit, dass es Kollaborationen mit Sauerkrauts gibt. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gut befreundet mit den Jungs und habe sehr gute Kontakte dahin und trage sehr viel auch deren Klamotten, weil ich die persönlich sehr gerne mag. Und muss auch fairerweise sagen, zugesteckt bekomme ich die auch. Also ich habe da oben, ich glaube mittlerweile fast 10 Sauerkrauts-Caps rumliegen. Ich habe 2 Hoodies von denen, ich habe den Onesie. Also ich habe sehr, sehr viel von denen. Und ich feiere die sehr und ich mag sie persönlich sehr, sehr gerne. Bin mit ihnen befreundet und dementsprechend kann man so sagen, um auf deine Frage zu antworten, ich bin ein Fan, ja. Dankeschön übrigens an alle, die rübergekommen sind. Und ich werde so gut wie es geht eure Fragen irgendwann mal noch beantworten. Aber ich möchte jetzt immer nicht aus der Konversation rausgehen. Fährst du auch nochmal? Yes, Framex, ich fahre auch nochmal. Und zwar fahre ich, Entschuldigung, ihr könnt Ausrufezeichen. Oh, richtig schön reingekackt. Ich fahre wieder um 2.30 Uhr bis 4.25 Uhr. Das könnt ihr unter Ausrufezeichen Daytona sehen. Ich kümmere mich auch um euch alle bei Zeiten. Wie gesagt, ich möchte nicht immer so aus der Konversation rausgehen. Und Dankeschön an alle, die rübergekommen sind, habe ich schon gelesen. Und ich nehme das auch immer alles wahr. Ne? Also anderes, was ein bisschen mehr wiegt als Fett, ne? Wollte ich jetzt mal so sagen. Also bist du Arnold Schwarzenegger? Nein, das auch nicht. Bin jetzt nicht fett, ich bin normal gebaut, aber. Aber eine kleine Wanne hast du schon. Nicht unbedingt, ne. Nee? Sixer? Sixer? Oder nee, Ader? Ist schon noch so ein ausgetrunkenes Fass. Hm. Also, wie alt bist du? 32. 32, also hängt vorne schon ein bisschen. Nein. Noch nicht? Nein. Ah ja. Naja, als Mechatroniker. Als Mechatroniker kann man schon was erwarten, ne? Wenn man die ganzen V8 immer stemmen musste und den Turbo und so. Das stimmt. Ja. V8 gibt's aber nicht mehr so viel. Nee? Naja, gut, ich wollte einfach nur mal so klingen, als hätte ich Ahnung. Also. Ja. Kein Problem. Hier hat übrigens jemand gefragt, was du für ein Motorrad fährst, wenn du es beantworten möchtest. Eine K5, eine Gixxer. Mhm. Also wenn er Ahnung hat, weiß er, was es ist. Schönes Motorrad auf jeden Fall. Das ist Suzuki GSX. Das weiß ich ja sogar. Schick, schön. Aber halt noch so wirklich eine 2005er, ohne Fahrhilfen etc. Noch ein richtiges Männermotorrad, will ich es mal nennen. Und dann sitzt Michel drauf. Ja, aber... Ist halt, wann habe ich Führerschein gemacht? 2015 habe ich den gemacht. Motorrad war schon eher da, danach habe ich einen Führerschein gemacht. Ja, das erste Jahr bin ich halt, glaube ich, 6000 Kilometer gefahren. Das hat dann immer so mehr abgenommen. Also dieses Jahr bin ich, glaube ich, wenn es hochkommt, 1000 Kilometer gefahren, mehr nicht. Wurde natürlich 2015 im Winter gleich komplett demontiert und getuned. Also die ist nicht Standard geblieben. Das war natürlich nötig, ne?
Ja. Hatte ja nur 178 PS. Wie viel hat sie jetzt? Knapp 195. Hm. Wir sind gerade aktuell Platz 20. Wie ist das, wenn du, Entschuldigung. Als du die gekauft hast, gab es da noch einen Sarg dazu oder so? Nee. Ganz schlecht. Ich hab dem Verkäufer nicht mal gesagt, dass ich noch gar keinen Führerschein hab. Das war mir einfach zu peinlich. Ja, ist doch scheißegal, du kannst doch auch alles holen. Ohne Führerschein. Ja, ja. Ja, ich bin ja vorher nie Moped gefahren. Ich bin ja gleich auf das Ding drauf. Ich bin vorher nie was anderes gefahren, außer vielleicht Schwalbe, die bei mir noch in der Garage steht. Aber das ist ja im Grunde genommen auch bloß ein schnelleres Fahrrad. Verkaufst du die? So eine Macke? Kann ich nicht machen. Die hebe ich noch auf. Die werde ich noch 20 Jahre aufheben und dann kriege ich dafür 100k. Ja klar, sicher doch. Die habe ich vor 10 Jahren, glaube ich, komplett restauriert, die Schwalbe. Seitdem aber ist du weißt ja gar nicht, vielleicht hätte ich dir jetzt die 100k geboten. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Hm. Aber bei dir, du wohnst ja direkt am Werk in der Nähe, oder? Da kannst du die kannst du da ja locker kaufen, da drüben. Auf jeden Fall, da. Also du gehst in den Laden, ist gerade schon drei mit. Da hast du vollkommen recht. Ja, das glaube ich, ja. Ja, das ist richtig. Sehr schön. Dann kannst du mir ja mal eine auftreiben. Ja, die sind ja mittlerweile bei uns auch extrem teuer. Also wenn du eine in einem richtig guten Zustand haben willst, musst du schon 1.000 bis 1.500 hinlegen für die Karren. Ne? Für was denn? Na, für eine Schwalbe. Ach so, für eine Schwalbe. Die sind halt so beliebt, weil du die Dinger halt auch ohne Moped-Führerschein fahren darfst. Ja. Weil die ja so gesehen als Mofa gehandelt werden. Jo. Ja, du kriegst ja auch noch volle Ersatzteile, ne? Ich will mal kurz... Ja. Da gibt es ja Firmen, die das anbieten. Naja, also Michel ist bis runter auf Platz 6 vorhin gefahren. Dann habe ich meinen Stint gemacht und habe völlig versagt im ersten Jax. Also ich habe richtig reingekackt, mich zweimal gedreht und war super, super, super nervös und hatte unfassbar viel Verkehr, was auch nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass es gut ist. Dann hatte ich noch ich selber einen DC. Also mein Stint war katastrophal. Duki hat jetzt mittlerweile 5 Plätze wieder rausgefahren. Und naja. Also für mich ist es ja quasi eine Feuertaufe. Ich habe ich bin noch nie AC gefahren, noch nie Daytona und noch nie Multiclass. Also krass. Warum nervös? Weil ich halt ich habe keine Erfahrung mit dem Rennen, mit der Sim, mit der Karte, mit Multiclass und bin noch nie mit meinen Teammates gefahren, was zu sehr viel Nervosität führt, da viele Komponenten da zusammenkommen. Und ja, das hat sich dann nachher gelegt. Also ich bin auch meine beste persönliche Bestzeit gefahren jetzt im Rennen am Ende, die ich vorher im Training nicht geschafft habe. Und habe halt für mich auch erstmal entdeckt, was ich so für Grundregeln habe, um konstant zu fahren. Das hat einen Moment gedauert dann. Auf jeden Fall. Also, ich bin nicht so ganz zufrieden. Erstmal. Fahren tue ich wieder um 2 Uhr in der Nacht. Also um 2.30 Uhr. Das Fahrerfeld ist sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Ist es. Yes. Irgendjemand hatte noch was gefragt. Die DLCs, by the way, werden so runtergeladen. Die DLCs werden so runtergeladen, wenn du ACC runterlädst. Also, die sind da mit dabei quasi. Die werden nicht extra aufgezählt. Den Einstieg in ACC einfach fahren. Ich würde empfehlen, also das ist meine Empfehlung, entweder Aston Martin zu fahren oder Lexus. Die sind relativ einfach zu fahren, die Autos, und bringen sehr gute Leistung. Und dann einfach sich eine Strecke raussuchen, die Strecke lernen und konstant dann fahren, dass es passt, KI-Rennen fahren, dann immer weiter von dort. So, jetzt hatte vorhin noch irgendjemand hat noch was gefragt, aber ich habe es dann verpennt. Weil wir halt immer noch so ein bisschen schlattern. So, dann mal wieder zurück. Sind gerade Platz, das ist eine gute Frage.
gerade nicht beantworten kann. Genau, VCL-Rennserie gesehen. Willst du teilnehmen? Ich habe keine Ahnung, was in der VCL gerade aktuell ist, um ehrlich zu sein. Ich war Coursera nicht... Platz 20 übrigens gerade. Ich habe die letzten 3-4 Tage damit verbracht, so die nächsten paar Monate ein bisschen zu planen, content-technisch, und habe mich sehr hier drauf konzentriert, mich darauf vorzubereiten, und habe sehr viel Frauchenzeit genommen. Also ich habe noch gar keine Ahnung, was da so Phase ist. LMP1 in AC ab Ende Januar. Oh nee, da fahre ich auf jeden Fall nicht mit. Nee, LMP fahre ich nicht, das ist mir zu schnell. Du hast da zum Schluss gut mitgehalten, war nicht schlecht, alles andere kommt nach Erfahrung. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Elle, das denke ich auch. Poldonelle meine ich. Schalkebub, Dankeschön für 50 Monate. Willkommen zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Aktuell ist Winterpause. Mir fällt gerade ein, dass ich mich überhaupt nicht fürs Rennen abgemeldet habe, ich Arschloch. Oh, shit. Ugh. Das Falsche bei Infos triggert mich. Das Falsche? Wie das Falsche bei Infos? Wie kriegst du es hin, dass deine Haare so seidig in der Kamera wirken? Du nimmst einen Löffel Mayonnaise, machst ein bisschen Wasser dazu, rührst das um, machst noch etwas Öl rein, schlägst einen Eigelb auf, mischst das noch mit runter und kurz bevor du schlafen gehst, machst den Mülleimer auf, schmeißt es da rein und gehst einfach schlafen und morgens wäschst du die Haare. Cut, scheiße. Oh, das ist doch so eine schön schnelle. Ja, ich muss auf jeden Fall... Kurbelst du eigentlich auch selber? Yes, absolut. Die Frage wurde heute schon öfter gestellt. Ich bin vorhin 2 Stunden gefahren, um 18 Uhr bis, um 17 Uhr bis knapp 19 Uhr. Und mein nächster Stint ist um 2.20 Uhr und geht bis 4.25 Uhr. Ja. Also ich fahre auch noch selber, yes. Aber dadurch, dass wir 4 Mann sind, ist das halt alles aufgeteilt, so dass wir zwischendurch so große Breaks haben, dass Leute auch nochmal schlafen gehen können. Ach, ob ich kuppel? Nee, ich kuppel nicht. Das ist ja Differential, also Diff. Nee. Diff-Getriebe? Also ist ja nur mit Schaltwippen. Ist ja nur mit Wippen. Ist egal, so habe ich die Frage, ob ich nochmal selber fahre, auch gleich nochmal mit beantwortet. Schimi, ich grüße dich, moin. DSG. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was. Sequenziell war das Wort, was ich gesucht habe. Oh Mann, ey. So wieder da. Yo. Wenn ich jemanden frage. Dafür ist Michel gerade weg. Ach so, Mann. Die alte Quasselstrippe, ey. Endlich haben wir mal ein bisschen Zeit für uns. Wenn mich jemand fragt. Also, ja, mich hat gerade jemand gefragt, ob ich selber schalte. Und ich habe erstmal irgendwas mit Differential gesabbelt, obwohl ich sequenziell meinte. Wenn man keine Ahnung von Autos hat. Hast du so einen Handschalter? Gesagt, was habe ich? 400. Hast du so einen Handschalter an deinem Lenkrad, oder? Ja, ich habe, also ich habe auch Haarschalter, habe ich auch, ja. Okay. Ich fahre Rallye mit Handschalter, wenn mir richtig langweilig ist. Und da hast du dann auch die Handbremse dazu? Handbremse habe ich auch, yes. Okay, das ist natürlich nice. Ja, du, ich habe, als ich mit Simracing angefangen habe, bin ich halt komplett Bananas da reingegangen, habe einfach alles gekauft. Wie kam es dazu, dass du plötzlich so umgestiegen bist? Also ich habe 2015 angefangen, also da hat mir ein Zuschauer hat mir einen Logitech G920 geschenkt. Und ja. Ich habe dann da wir haben eine Racing-Liga gehabt früher, sind DTM gefahren und ich hatte da immer gar keinen Bock drauf. Weil mir das mit an dem Tisch ging mir das immer auf den Sack. Weil ich das nicht cool fand, dass der Stuhl immer rumgerutscht ist und weiß nicht, man saß jedes Mal anders und ja, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt und ja, dieses Jahr habe ich irgendwie voll, ich weiß gar nicht, vollen Zieps da drauf gehabt und wollte halt mal so ein bisschen rein wieder und einsteigen und dann habe ich mir halt so einen Rig gekauft.
dann war das Rig kaputt, dann habe ich mir ein neues Lenkrad gekauft, war das Lenkrad kaputt und dann habe ich irgendwann gesagt, ach scheiße, fick dir hin, habe mir ein Alu-Rig gekauft, mir eine DD gekauft und bin dann voll reingegangen in die Olga. Da kann man immer investieren. So, so langsam müsst ihr reinkommen, ich gehe jetzt rein. Ich will ja nichts sagen oder so, aber guten Morgen. Hast du gepennt, oder? Ja. Hallo. Geil. Porn. So langsam müsst ihr reinkommen, der geht jetzt rein. Aber der hat da noch einen Stint, oder? Ja, ja, einen Stint hat er. Der weiß schon, dass er einen Dreifach-Stint fährt. Ja, ja. Ja, weiß er das oder weiß er das nicht? Scheint sich einfach keine Panik auszubrechen. Ich dachte jetzt gerade so, was will er denn jetzt? Aber du hast noch einen Stint, ne? Ich weiß. Ich wollte nur ein bisschen schocken. Ja, ich kann das schon ein bisschen verstehen. Kein Schock für mich. Hätt's ich habe auch, also, ich habe früher viel Rennspiele gespielt, aber mittlerweile ja, eigentlich da, recht also wenig. Und so ein Lenkrad hat mich schon mal gefuchst. So, ich habe mir überlegt, lange, ob ich eins kaufen soll, aber das Problem ist halt immer so, ich habe nicht häufig Rennspiele gespielt. Und was machst du mit dem Lenkrad, wenn du nicht Rennspiele spielst? Dann steht's dir überall im Weg. Ja, dann, das war dann so die Sache, so bis, nee. Ja, da, also, da kann ich dir eigentlich nur eins empfehlen, umziehen und größeres Zimmer. So, hier ist mal eben kleinen Keks. Ja, ja, das ist... Dann brauche ich aber für alles ein Zimmer noch. Ja, ich habe jetzt eins, ich habe das alte jetzt von Ray mit einer Wheelbase dazu. Mein altes Zimmer, natürlich. Was? Ja, also alles kommt dran. Nein, Lenkrad. Ach so. Und das ist auf einem Wheelstand montiert und es ist auch in Ordnung, aber es ist halt, ja... Es ist halt kein Simrig in dem Sinn, ne? Aber für mich tut's das locker. Das, für das, was ich da auf dem Lenkrad rumgurke, ist es eigentlich schon viel zu viel. Ja, du, ich hab auch viel zu viel, bin ich ganz ehrlich. Selbst ich hab viel zu viel. Aber ich hab irgendwann, also, ich hab mir halt gesagt, ach komm, scheiß die Tür zu. Ja. Auf geht's. Erstmal das Beste vom Besten genommen. Ey, also ich hab halt komplett übertrieben so. Ich hab halt Buttonbox und all möglichen Shit und zwei Kameras. Die ist aber geil, die du da hast, die Buttonbox. Die Buttonbox ist schon sexy, ja. Ich finde die auch geil. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fahre ich fahre wirklich so gerne Endurance-Rennen und stream das so, weil, also in Endurance-Rennen ist halt auch immer unfassbar geile Stimmung so von den Zuschauern und mit dem Team und das macht schon richtig Bock. Ist schon sehr, sehr guter Content auf jeden Fall. Dem stimme ich zu. Ja, lass mal einrichten. Kann dazu nichts sagen. Ich schaue es nur gerne. Ja, aber das ist ja genau das. Du hast ja quasi so ein bisschen die Sicht als Zuschauer und so geht es ja vielen auch. Es ist schon irgendwie cool, so diese. Ja, bei so ein Rennen, weißt du, das ist halt schnell vorbei, irgendwie, da baust du irgendwie nicht so die Bindung auf und Langstreckenrennen, die schreiben schon so ein bisschen ihre eigenen Geschichten. Auf jeden Fall. Und das ist halt schon irgendwie das Coole einfach daran. Ja. Ich habe eine... Also ich hätte auch mal Bock, sowas zu fahren tatsächlich, aber ich werde da niemals die Bremspunkte treffen, ich werde das Auto immer irgendwo rauswerfen, dementsprechend lasse ich es einfach. Das ist Übungssache. Das ist einfach Übungssache. Nee. Das kommt mit der Zeit. Nee, das. Oh, halt, was mach das ich? Das ist, glaube ich, bei mir nicht so einfach. Nee, ne? Moment. Irgendwo baue ich immer mal wieder einen Fehler und dann ist es halt gleich mal. Das habe ich ja. Am Anfang habe ich das auch gedacht, ne? Also wirklich, ich habe ja, als ich dieses Jahr angefangen habe, ich habe wirklich super viel Panik geschoben. Weil ich schaffe auch einfach gar nicht die Zeiten von den Jungs, die jetzt hier mitfahren. Also, was Ray fährt oder Duki oder so. Aber wenn du das. Wir schaffen wiederum die Zeiten nicht von denen, die da vorne mitfahren. Bitte? Also, ja. Ja, und wir schaffen die Zeiten nicht von denen, die da vorne mitfahren. Ja, ganz klar, aber irgendwann hast du halt so viel Erfahrung, dann machst du halt auch keine Fehler mehr. Ich meine, guck dir mal den ersten Stint an heute, Rambi. Also, der war ja. Richtig scheiße. Ja, gut, aber du bist dann auch irgendwann die 1,46er Zeiten gefahren, ne? Ja, aber das schaffst du halt auch irgendwann. Nein. Doch. Du musst halt einfach fahren. Definitiv nein. Definitiv nein. Das schaffe ich hundertprozentig nicht. Weil ich sehe das, ich merke das halt auch nicht, wo auf der Strecke die Zeit noch liegt. Das kommt aber, wie gesagt, das kommt mit der Zeit, weil du irgendwann so ein Verständnis dafür entwickelst, wo du sagst, hier ist die halbe Sekunde noch. Und dann hast du irgendwann viel mehr Gefühl in deinem linken Fuß fürs Bremsen. Dann hast du Gefühl in deinem rechten Fuß. Du musst das deinem Körper ja erstmal beibringen. Und das ist alles irgendwann, so wie Michel sagt, ist das Automatismus.
Also dann brauchst du auch schon, dann brauchst du keine Bremspunkte mehr und dann siehst du keine Bremspunkte mehr, sondern du bremst halt einfach, weil du es weißt. Oh, da sind es schon 5 Jahre. Aber ich weiß halt nicht, ob ich die Geduld hätte, tatsächlich da 100 Runden einfach nur zu fahren, um zu wissen, da muss ich jetzt das machen, da muss ich das machen. Tja, das bleibt nicht aus beim Autorennfahren, wie bei allen anderen Sachen auch. Richtig. Übrigens, die Buttonbox, die ist von Apex Sim Racing. Kann ich euch empfehlen, ist aber leider aus Amerika und da müsst ihr Zoll drauf bezahlen. Und der Versand aktuell durch Koronski kostet auch 50 Euro. Also, ja, ich würde es mir an euch an eurer Stelle in der EU holen. Ich glaube, das war also kein grober Fehler. Wobei die wirklich sehr gut ist. Also, die ist qualitativ schon sehr, sehr hochwertig und ist wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Aber ist halt aus Amerika. Was ist denn eine Buttonbox? Erstmal googeln. Eine Buttonbox? Ah, oh ja, okay. Ist quasi wie. Hab schon gesehen. Ach so, wie in einem Auto die Armaturen, weißt du, wo die Leute ihre Zündung anmachen und Benzinpumpe, Licht und sowas alles. Ja, das ist nice, sowas. Prävention, glaube ich nicht. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, probierst du einfach aus, ob es dir gefällt. Ja, das werde ich mal wissen. Eben, also ACC, RIN und dann... Gib ihm. Ich habe kein ACC. Ja, dann musst du das halt kaufen. Ja, das gibt's beim Apotheker. Ja, schon geil, ne? Erst 2 Runden aus der Box und du bist so, in Negativ-Delta. Wo man eigentlich meint, Anders, danke dir für die 10 Euro. Kleiner Spritgeld für die Nacht. Das brauche ich nicht, das musst du an Will weitergeben. Was in manchen Händen vielleicht ist. Guck mal, da ist doch ACC schon fast voll. Und verliert Performance, deswegen gleicht das irgendwie schön aus. Ja. Und da noch Elozin Boat. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Moin Ray, hoffe, dir geht es gut. Und dein ganzes Team übersteht alles gut. Ja, das hoffen wir alle. Ja, das hoffe ich doch. Ja, bis zum nächsten Dizzy-Stint ist erstmal alles sicher. Ach, so ist das. Übertreibst wieder. Übrigens, ACC ist aktuell im Sale für 16 Euro, by the way, Rampi. Ja, was? ACC? ACC ist gerade im Angebot für 16 Euro. Das aktuell ist, glaube ich, jede Sim im Sale sogar. Also, ja, Race Room ist auch im Black Friday Sale, ne? Und weiter und so fort. Ja, Faktor auch, wenn da schon bei Yashi 2 Player Hallo 15 Euro. Sagt. Ihr schafft das. Danke dir. Wir schaffen das schon. Ja, wir schaffen das auf jeden Fall. Danke dir dafür. Ist ja noch nicht mal Halbzeit, weißt du? Ist ja noch... Stimmt. Ja, das ganze Rennen krass, vor ne? uns. Ja, es sind noch 17 Stunden, ne? Also, aber ging das schnell ist ja noch rum? Nix. Ja. Bisher ging es echt schnell rum. Die harten Zeiten kommen erst noch. Mhm. Nach der Nacht auf der Couch. Zum Beispiel heute Nacht, wenn wieder alle pennen. Nee, das ist... Ja, das ist während der Nacht. Die ist werd mich dann auch so langsam verabscheuen, dass ich hier halb 4 wieder fit bin. Ja. Ja, ich glaube, wir sind so, ich würde jetzt fast sagen, so 20 Minuten früher dran, schätze ich mal. Ja. Also, ja. Rechnen mal also, damit, dass du 20 Minuten vorher ins Auto musst. Mich. Also 4:10 Uhr. Ja, genau. ich werd halb 4 aufstehen. Jetzt noch mal 10 Minuten trainieren. Du gehst jetzt schon in dem letzten Stint. Ja, genau, aber das passt. Sag mal, wenn der aufs Oval drauf fährt, dass ich dann noch mal schnell runtergehen kann. Kann ich dir sagen, ja. Jetzt ist er gerade noch im Infield. Ja, gut, ein bisschen was sehe ich ja. Aber Streamverzögerungen sind ja dann schon, doch schon 5 bis 10 Sekunden. Also, du kannst das Logitech schon kaufen für Eurotrack-Simulator und Forza Horizon. Das sage ich dir. Nein, also, wenn du das irgendwo günstig schießen kannst für 200 Euro oder so, reicht das völlig aus dafür. Genau dann. Hast du Angst, dass er dann erstmal eine Lücke reinfährt oder was? Ja. Ich will ihn halt nicht erschrecken, er war vor uns schon immer geschockt. Der ist auch, glaube ich, komplett in der Zone drauf. Fährt jetzt drauf, jetzt fährt er aufs Oval. Ja. Hallo! Also ich habe jetzt gewartet, bis du aufs Oval fährst.
Das hast du sehr gut gemacht. Perfekt. Ja, ja, nicht, dass ich dich wieder erstecke, ne? Und läuft gut, meinst du? Gibt doch genauso viele wie dich, die auch erst anfangen. Du hast halt das Problem, dass so viele Rennlegenden um dich herum existieren. Ah, ist das so? Also ich hoffe nicht, dass ich zu den Rennlegenden zähle. Das ist auch Potenzial für eine Ja, indirekt ja schon. Na, eigentlich meint der Duki und sein Ego. Ja, ich glaube, so Albion. Ein paar geile Drifts hast du ja schon hingelegt. Also die alt eingesotten dann halt, ne? So, und dann Sonntagabend gleich für Sinn. Ich hab gehört, du bist der Fan von der 46. Gut, das sind von Duki bisher, ja, hat's auch noch nicht weggeworfen. Die fährst du wohl jetzt gerade? Ja, steht. Ach so, war einmal kurz davor, aber konnte es anfangen. Kurz davor war gut, also die Leitplanke konnte er schon anfassen. Hab gehört, Sonntag, abends gleich trainieren. Also ich hab's schon einschlagen sehen, ja. Hat er super gefallen. Ist Gott sei Dank nochmal drum umgekommen. Ja. Aber Silverstone ist schwer, das geht. Was ist denn das für ein Format dann? Eine Stunde? Ich glaube, ja. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich glaube, Suzuka ist dann... ich bringe IG, glaube ich, um 4 pennen dann. Also ich mache jetzt noch bis 4 Uhr. Oder kommt da noch Brand Dann gehe ich schlafen. Ich weiß nicht. Ja, ich nehme britische auf jeden Fall, aber wenn das... ich glaube, als letztes... Nee, vor meinem Stint gehe ich nicht mehr pennen, nee. Da stoppt die Strecke ja noch nicht fest. Also du bist nach mir, ne? Ja. Ich fahre um 2 dann. Ich bin halt nicht sicher, ob das dieses Jahr überhaupt noch kommt. Weil die haben ja, wie gesagt, ganz unerwartet Imola rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich muss halt irgendwie noch was essen, weil meine Freundin und der Besuch bringen mir Essen mit, weil ich habe noch nichts gegessen. Ich habe komplett Leerlauf gerade. Und wenn ich was gegessen habe, gehe ich vielleicht nach Nacken. Ja, das habe ich mitbekommen. Vögelchen hat es mir gezwitschert. Wenn du es dann kannst. Ja gut, nach dem Essen kann man immer gut schlafen. Aber was du vorhin nicht mitbekommen hast, war der grandiose Gag, den ich gemacht habe. Okay. Musst halt richtig reinhauen, dass du dich danach auch ablegen musst. Ich esse gerade low carb, ich werde essen nicht müde gerade. Was? Bärlauch, Gewürz, wenn man Waschbär zubereitet, dann. Roderick, schlaf schön, Maga, wir sehen uns morgen früh. Ah, okay. Ah, sehr grandios. Erhol dich gut. Danke. Hätte von mir kommen können. Ja, siehst du lernst von mir. Hast du jetzt wirklich gepennt, Ray? ja. Du steigst immer weiter in die Riege, der. Unfassbar schlechten Wort mit. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass du das kannst. Aber ich lerne ja dann auch vom Meister. Vom Pflasten. Ja, weiß nicht. Es war jetzt noch knapp eine Stunde oder so, hatte ich ja Zeit. Und dann kannst du ja easy mal kurz. Ja, also. Ja, aber in die Uhrzeit kriege ich das nicht hin. Abhauen. Wie fährst du jetzt? Also eine Stunde. Ich war vorhin müde. Ah, nee. Und, ich bin ja gerade erst da gewesen. Da haue ich dann auch ab. Ich denke mal, wir werden es dann erst morgen wieder hören. Du wirst ja dann bestimmt auch ins Bett gehen, ne? Ja. Ja. Bis 5 Uhr oder so, 5.30 Uhr, dann bin ich wieder, glaube ich, im Sitz. Okay. Na, dann wünsche ich dir erstmal noch viel Glück und dann die Nacht später gutes Nächtle. Ray, gehst du nach deinem Sinn wieder schlafen? Und drück dir noch eine Banane rein. Ich denke schon, ja. Okay. Du ist ja quasi heute Nacht nur Rampi. Ja, ich bin da meistens alleine. Ja, wollte ich gerade sagen. Nee, da meinte ich nicht, aber du machst das schon. Ja, das mache ich letztes Mal schon. Sorry. Da brauche ich halt ein bisschen Chat-Unterstützung dann. Na klar, wir schenken alle rüber. Dann geht das schon. Schieb mal auch rein. Viel Spaß bei deinem Stint und viel Glück. Link zu allem ist natürlich in der Videobeschreibung. Da haben wir ein Dokument verlinkt. Ah, das Stimo ist so bei dir am Start. Nice. Der Stintplan, die Organisatoren. Das Stimo ist schon lange bei mir. Ja, der ist auch bei mir immer im Chat. Der öffentliche, der offizielle Stream, das meine ich. Der kommentierte vom Virtual Racing. Du merkst die Vibes, die Verbindung zwischen uns, ne? Also du lernst jetzt von mir ein AC, ja, und du bringst mir dann Escape from Tarkov bei. Ja, warte kurz, nee. Junge. Die Entscheidung viel schnell. Nee, ich hab das so viel gespielt, ich brauch immer noch Abstand. Das ist so frustrierend, ey, wo ich das erste Mal gespielt habe, ich bin nur gestorben. Was glaub ich dir? Alter. Du hast so schnell wieder aufgegeben. Echt, ja? Ja, so wie da, wo du als mit uns COD mitgemacht hast, ja? Da habe ich keine Geduld dafür. Ich brauche die schnelle Action. Der COD war doch gut. Das sagt da der Lisa auch immer. Ja, stimmt. Du, Lisa, ich brauche jetzt die schnelle Action. Echt, ja, kann ich so lang heute. Okay, Ray? Ja. What? Das war jetzt frech. Nee, das war nicht frech, das ist einfach nur so. Fakten, okay. Da gar keine beste Anstalten. Szene war ja das mit dem Helikopter. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, wo wir an dem kleinen Bäumchen hängen geblieben sind. Danach waren wir alle tot.
Das war so cool. Warst du das? Warst du denn der Fahrer, ja, der Flieger? Ja, oder? Ich bin geflogen. Echt? Dann bleiben wir wirklich an diesen scheiß Zipfel von dem Baum hängen. Das blöde Ding explodiert einfach. Alle tot. Aber letztens, Michel, haben wir einen COD-Stream gemacht mit der Community zusammen, ne? Und Bunte und Mushroom mit mir natürlich ganz normal im Team. Und irgendwie hat Bunte einen Scheiß gebaut, bevor wir ins Spiel rein connecten konnten. Und uns drei hat es in komplett random Teams reingesetzt, ne? Okay. Und irgendwie hat bei mir die Kommunikation zu den anderen nicht funktioniert. Ich konnte mit denen nicht reden und ich habe die nicht verstanden. Und das waren solche Freaks, die sind mit dem Heli die ganze Zeit rumgeflogen. Und ich bin am Anfang zu denen in den Heli eingestiegen. Und ich habe die halt nicht gehört. Und die sind halt irgendwann aus dem Heli rausgestiegen. Und ich saß halt noch schön drin. Ja. Und dann ist er halt erstmal ins Gebäude reingeklappt. Und dann musste ich mich wieder aus dem Gulag rausschießen. Ja, erledigt. Ja, also CD muss ich immer wieder spielen. Habe ich das so dermaßen gesucht, wo was er damals rauskam. Damals, so lange ist das ja gar nicht her. Ja, hab mir jetzt extra noch eine neue Festplatte gekauft. Dann ist es ein Cut. Dass man da ja alles runterbekommt. Das ist so gestört. Alles ey. Runter. So muss ich das mal überlegen. Jetzt ja? Hast du schon wieder geladen? Ja, natürlich. Also aktuell ist es schon. Ich hab mir bloß noch nicht Black Ops geholt. Ich glaube, ich habe auch die Overlays. Oder nee, nicht Black Ops Cold War. Das hab ich auch nicht. Cold War meine ich. Oder wie das da heißt, das neue. Das hab ich auch nicht. Das haben wir mal in der Beta gespielt, aber das ist es nicht meins. Naja, das Movement und das Schießen ist alles ein bisschen anders, ne? Ja, dasselbe, irgendwie. Ich bleib bei Warzone. Für alles andere bin ich zu alt. Multiplayer habe ich mir geholt wegen den Waffen, dass man die leveln kann. Bollo, ja, wir fahren jetzt 24 Stunden drin gerade, ja. Wir sind jetzt 8 Stunden sind wir gerade drin. Broken, dankeschön für 29. Habe ich keine Alerts mehr, Leute? Kann das sein? Irgendwie kommen keine Alerts mehr durch, ne? Das ist super weird. Ja, wir fahren gerade 24 Stunden, ja. Aktuell fährt Duki. Abgefahren. Ist sein letzter Stint. Die letzte Stunde quasi. Danach fährt Ray von Pixelhelden. Dann bin ich nochmal drin. Ich fahre 5 Stunden. 5 Stunden, ich fahre am wenigsten. Also mein nächster ist um 2.30 Uhr. Also ich fahre heute Nacht um 2.30 Uhr, fahre ich das nächste Mal. Kugi hat sich auch mittlerweile sehr schön vorgekämpft schon. Von, ich glaube, 24 runter auf 18. Das ist schon mindestens sehr, sehr gut. 47,1 schaffen. Warum weniger als die anderen? Weil sich das mit dem vollen Tank nicht ausgeht, weil das immer länger als eine Stunde ist. Und da ich in AC weniger Erfahrung habe als die anderen und auch langsamer bin als die anderen, wird mir halt ein bisschen weniger zugeteilt. Das ist Assetto Corsa, Brollo. Das ist Assetto Corsa. Wir haben jetzt auch, glaube ich, in... Duki hat jetzt noch 73 Liter Sprit. Also in 73 Litern quasi haben wir wieder den nächsten Fahrerwechsel. Das müsste so gegen... irgendwas bei 23 Uhr sein, circa, glaube ich. Oh, Vorsicht. Und dann fahre ich heute Nacht um 2. Und dann fahre ich bis um 4. Hier ungefähr und dann werde ich schlafen gehen. Dann mache ich euch den offiziellen Stream an von Virtual Racing. Ich hoffe, dass sie mir das nicht übel nehmen, weil ich gerne, super gerne 24 Stunden live sein möchte. Dass ihr das Rennen sehen könnt und dann werde ich in der Schlafzeit, könnt ihr dann den anderen Stream gucken. Und ja, dann bin ich morgens wieder da. Langsam merkst du im Handgelenk. Bisschen ausschütteln mal. Bist du schon erfahren? Also wenn ja, wie war's? Oh Mann, Thinking, hör bloß auf. Also ich habe absolute Vollkatastrophe. Ich war so nervös am Anfang, weil ich noch nie mit GT4 gefahren bin und überhaupt gar keine Ahnung habe, wo man hier irgendwie überholt. Und oh,
Ich habe den Wagen übernommen und steckte wirklich mittendrin im Verkehr von Überrundungen und GT4-Fahrzeugen und bin absolut nicht gut vorbeigekommen. Habe für mich selber dann so viel Nervosität gehabt, dass ich den ersten Stint komplett verschissen habe. Dann habe ich irgendwann so DC gehabt mittendrin. Also war wieder komplett weg, der Scheiß. Und ja, hab mich dann gefangen nach meinem DC und bin dann relativ gute Zeiten gefahren. Auch persönliche Bestzeit auf der Strecke. Also ich war schon sehr, sehr nervös auf jeden Fall. Das ist GT3 und GT4. Wir fahren Multiclass. Ja, mach das mal, Bollo. Das ist schon sehr, sehr cool. Also auch die Community, so die Racing-Community ist sehr, sehr cool. Dieses ganze, also dieser ganze Endurance-Rennen-Vibe ist mega geil, muss ich sagen. Also ich bin super, super großer Fan von Endurance-Racing geworden mittlerweile. Wir haben auch nächstes Wochenende müsste noch ein Endurance-Rennen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das Wochenende danach fahren wir nochmal ein 12-Stunden-Rennen. Also, und dann ist Feierabend für dieses Jahr. Also, dann gibt es auch nicht mehr Endurance-Rennen. Dann ist, glaube ich, die Season für mich erstmal beendet, was Endurance angeht. Naja, also in ACC ist das nicht so schlimm. In ACC ist das nicht so schlimm, Thinking, weil ich da die Autos kenne. Twitch Prime ist. Ich kenne hier halt. Jetzt kommt der Alert vom Progen, what the fuck? Oha! Also ich kenne halt hier die Fahrzeuge gar nicht und ich weiß nicht, wie die sich verhalten und ja, das hat mir schon am Anfang sehr zugesetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wo das Limit ist, wo ich überholen kann und so weiter und so fort, also im Januar geht's weiter, 24 okay. Stunden Daytona in iRacing, ich glaube nicht. Also ich will natürlich auch nicht übertreiben mit Endurance, ne? Wobei ich selber schon Endurance sehr geil finde. Aber das ist ja auch immer eine Frage, wie es dann im Real Life aussieht, ne? Also ich kann ja jetzt nicht jedes Wochenende 24 Stunden ballern, so. Auch wenn es geil wäre, aber das geht halt einfach nicht. Ja, ich hab generell Thinking, glaube ich, immer sehr viel, ja. Man kann Schikane machen gut, ich nehme mir immer sehr gute erste Male. Also mein erstes 12-Stunden-Rennen war ja auch Butthurt, das war auch Butthurt. Und dann das erste 24-Stunden-Rennen in der Sim, die ich irgendwie 4 Tage gefahren bin, auf einer Strecke, die ich nicht kenne, und das in Multiclass. Also ich gönne mir richtig hart. Ich gönne mir richtig hart. So, ich guck mal, was im Teamspeak los ist. Sowas. Ja, als ob du jetzt geschlafen hast, doch deinen Text auswendig gelernt. Psst. Was hat? Wie, Ray war nicht schlafen? Das ist circa 20 Runden wegen Warmfahren und so. Circa 20 Runden. Achso, ich dachte 20 Runden um den Text jetzt auswendig. Also, Moment, ich hab's gleich. Ja, wenn du ihn dann performen möchtest. Achso, okay, also es geht los mit, wird es um mich dunkel? Ja, das ist sehr passend, finde ich, weil aktuell ist ja Nacht. Ne? So. Oh, dieser ist in mir still. Right. Ja, das passt ja auch jetzt zu Duki, weil er ist für sich und so, es ist ruhig. Dann, das ist so deckend. Jetzt geht's weiter im Text. Und zwar sehe ich ein Licht leuchten in der Ferne. Das passt auch. Also egal, wo du guckst, irgendwo in der Ferne leuchtet irgendwas im Bett, oder? Ja, ja. Das ist so überall Licht, dieser Text. Du könntest natürlich höre ich auch den Nachtzug, ja, und man kann ja auch gerne, also das ist ja Interpretationssache jetzt hier, natürlich Nachtzug, klar, wer jetzt sagt, Zug, haha, aber ne, wenn jetzt so mehrere Autos hintereinander wegfahren, ist es ja auch wie so ein Zug und es ist Nacht und so, also ist der Nachtzug, also die Fahrzeuge, das hört man ja auch. Und dann, ja, geht's weiter, der mich holen will, ja, die wollen ja den Duki einholen und dann, jetzt geht's los, dann folge ich dem Zug der Sterne. Ja, also er verfolgt die Sterne, das sind ja wir quasi, die Starlet, und dann singen wir gemeinsam Starlet Express.
Was ist mit dir denn jetzt los? Das ist der Text von Starlight Express. Mann, Alter, das ist der Song unseres Autos, Junge. Mann. Gar keine Ahnung. Seit 22.30 Uhr und er dreht halt schon komplett an der Knappe. Ja, moin. Was meinst du, was wir vorher gemacht haben, als du gefahren bist? Ja. Nur über das gelabert. Ja. Da war auch. Und vor Freude hast du dich dann auch noch gedreht. Dann wussten wir, das ist alles richtig, was wir machen. Ray, bloß mal schnell eingeworfen. Ich habe unten nochmal einen neuen Link reingeschrieben, weil ich nochmal einen neuen machen musste, weil der irgendwie mit meinem Stream-Schlüssel durcheinander kam. Bloß jetzt für den nächsten sind dann in der Stream-Übersicht aktualisieren. Also ich habe übrigens aus vertrauenswürdigen Quellen erfahren, dass ihr über Waschbären geredet habt, als ich gefahren bin. So Jungs, ich bin da. Also über Waschbären wurde, glaube ich, immer geredet, egal wann wer gefahren ist. Und der Michel haut natürlich direkt ab. Tschüss Michel, schlaf schön. Tschüss Michel. Träum von Waschbären. Möge dir der Waschbär ins Gesicht scheißen. Kann doch nicht mehr. Ja, aber zum Scheißen werde ich schon noch bringen. Aber aus allen Rohren, mein Freund. Aus allen Rohren. Und vergiss die Zahnstocher nicht wegen dem Fell. Und wenn du das Fell schon mitnimmst, denk dran, das ist gut für deine Schuhe. Du willst einölen? So, aber wie auch immer. 24 Stunden. Ja, Bär, du hast es erkannt. Du hast es erkannt. Gut, Jungs, ich wünsche euch was. Viel Erfolg dann, die nachher jetzt noch fahren, die Ray. Und wir hören uns dann spätestens morgen früh. Ach, mir wünschst du kein Glück, du Arsch, ja? Ja, du musst ja auch noch fahren. Ja, eben. Ich. Danke, du Penner. Hau rein jetzt. Ja. Tschüss. Ja. Das mit dem Haus nehme ich zurück. Ich wünsche dir kein Glück, du Penner. Auf dass du es nicht kriegst. Okay. Danke, du Opfer. Fahr dein scheiß Elektroauto, du Penner. Ey, verpiss dich jetzt. Ja. Ich spüre hier irgendwie so ganz leichte Bad Vibes, aber bis hier die Batterie unten rausfällt. Du Sau. Gut. Wir haben vorhin ein bisschen die kontroversen Themen. Ja, Michael, mach's gut, schlaf gut. Tschüss, Michael. Ab 12 gut. Uhr gibt's Festmahl. Und. Waschbär. Bis dann, mach's gut. Ja, tschüss. Hope Racing 2, Grüße gehen raus. Ja, zu der Frage 24 Stunden. Ja, es ist 24 Stunden tatsächlich. Das wird auf insgesamt 4 Fahrer, die in unserem Team hier anteilig sind, wird das verteilt. Die fahren, die ganzen 24 Stunden fährt irgendjemand. Aber nicht alle. Also es fährt nicht einer allein die 24 Stunden, so ist das. Nee, 140 Runden ist das Maximum, was man fahren darf am Stück. Man muss eine Runde jemand anders und dann darfst du wieder. Echt? Okay. 40 Runden, weißt du, wie lange du da fahren musst? Hannibal, ja, ich habe mir in der Tat ein gutes Rig hingestellt jetzt. Also ich habe einen Alu-Rig hier. Aber ich hätte gedacht, hast du dann vielleicht einen Longstop machen kannst. Und das kannst du ruhig freunden, so viel du willst. Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Also ja, habe ich. Und was ist da der Sinn der Sache, dass die Fahrer halt einfach nicht übermüdet sind, oder wie? Ja, dass die wollen halt nicht, dass jemand alleine das macht und so, weil es gab schon immer wieder so Verrückte, die gesagt haben, so, ich probiere es mal alleine. Das ist halt gesundheitlich nicht so clever zu machen. Also gesundheitlich ist das nicht so gut. Also selbst 12 Stunden alleine fahren ist gesundheitlich nicht so gut. Matthias in seinem ersten Triple-Stint, ja, da ist er 3 Stints gefahren. Achso, ja. Aber wenn er 4 Stints gefahren wäre, hätte er 33,333 Runden gefahren. Ja. Also einen fünften hätte er nicht hingekriegt. Nee, klar. Aber ich sage fast. Ne? Weil er gesagt, er hat ja auch gefragt, so soll ich nochmal 2 dranhängen, 2 Stunden? Das hätte er nicht gedurft. Das habe ich dort, glaube ich, sogar auch noch gesagt, dass er das nicht dürfte. Aber ja. Prost, zum 154. Mal haben wir schon so oft die Starlet angesprochen. Dann gleich nochmal, 56. Der Prost-Countdown gibt's schon, glaube ich, das ganze Jahr, aber der wurde noch nie so krass benutzt wie dieses Mal, weil die meisten haben immer die schrille Sibylle getriggert. Aber jetzt muss man ja die Starlet triggern. Die ist, glaube ich, noch nicht so hoch im Counter. Wie habe ich das Gefühl, Duki hat nie Weiß Verkehr. Nicht.
Ja, ist unerhört, ne? Und nachher erzähle dir, wie gut er war und so. Ja, ja, ja. Was Schikane fährt, ist scheiße, muss ich sagen. Alles klar. Nö, also jetzt mal ernsthaft, Schikane fährt eine Kacke. Ja, warum? Er hat doch die Offroad-Reifen drauf, dann muss er die halt auch ein bisschen nutzen. Ja eben, und das tut er ja anscheinend nicht. Also das Gleiche. Wo, so langsam habe ich Hunger. Ja dann. Ja, das Essen kommt ja bald, oder? Ja, weiß ich nicht. Meine Freundin wollte eigentlich so 2 Stunden weg sein. Naja, mittlerweile sind es 8, also... Was kriegst du dann eigentlich, wenn du Low Carb bist? Das ist ein bisschen später. Das riecht nach Trennung irgendwie. Der Essen holen dauert länger, Schatz. Sorry. Das weiß nicht, ja. Die kommt nie wieder. Mein Vater wollte Kippen holen und kam nie wieder, ne? Ja, irgendwie so ein Ding war das. Ja, Schatz, ich hole den Döner-Teller heute. Was ich esse? Ich esse nachher einen Döner-Teller mit Salat, Halloumi und Falafel. Okay. Ja. Aber das nennt man ja dann, glaube ich, nicht. Not bad. Sagen wir einfach mal, es ist ein Salat. So, fertig. So, Kobayashi. Soll das... Ja, warum muss ich das jetzt machen? Du das? Ich kann das ja. Ich habe das hier trainiert. Ich bin ja ausgebildeter Kobayashi-Aussprecher. Ray versucht nochmal das Yi in Kobayashi Yi zu betonen. Ja, der heißt Kobayashi Yi. Okay. Ist Intel Racing eigentlich wirklich von Intel gesponsert? Ja. Nice. Oh Gott, wie viel Zeit wir jetzt verloren haben, müssen wir wieder sprechen. Waren die nicht disqualifiziert eigentlich? Ein paar Fahrer von denen, nicht das Team, glaube ich. Oder die dürften nicht unter dem Namen, glaube ich, Euronics oder sowas andrehen, weil das ist ja auch noch ein Teil. Sie haben ja quasi 3-4 Namen, weil die halt mehrere Sponsoren haben und die nennen sich halt mal so, mal so, mal so. Und ich glaube, dann haben sie sich jetzt Intel genannt hier. Also vorher hießen sie, glaube ich, Euronics und nicht mit Utronic verwechseln, die fahren auch mit. Danke, und 2 Fahrer, glaube ich, waren. Aber die sind ja quasi mit Ende dieses Rennens sind sie ja quasi dann wieder entsperrt. Aber es ist noch nicht sicher, ob sie dann wieder zurückkehren oder was ganz anderes machen. Das sind ja quasi die, egal. Nicht unser Problem. Ja, das waren ja auch solche, die immer vorne mitgefahren sind, ne? Ja, die haben eigentlich fast immer im Sieg gefahren. Ja, sind ja auf 1 aktuell, ne? Ne, 2. Abgefahren ist auf 1. Also. Laut dem Live-Training vom. Ah, okay. Ja. Von links, aber. Die sind auf 1. Aber das. Ich aktualisiere das noch, nur noch alle Stunde, weil das hängt sich immer wieder auf. Okay. Und ja, ich habe Auto-Refresh aktiviert. Ah ja, das ist Intel auf 1, okay. Ja, sollte eigentlich sein. Haben wir eigentlich mittlerweile Perma-Damage oder wie sieht's da aus auf der Front? Nee, immer noch nicht. Ja, dann muss man das mal ändern, wa? Ich bin... Ja, wie sieht's mit Evil Lab? Haben wir da auch schon eine? Nee, ich glaube nicht. Nee, auch noch nicht, okay. Hat Duki nice. Vorhin gedodged die Bullet. Duki hat sie abgewehrt. Geiler Typ. Wir haben vorher schon Witze darüber gemacht, dass Michael gesagt hat, auf der Strecke kannst du keine Evil Lab fahren. Mm. Und dann war das so die Malung holt mal dir. Also. P18 zurzeit. Scheiße! Tick zu wenig! 7000stel zu wenig! Kann man disqualifiziert werden, wenn man rammt oder Kontakt hatte? Ja. Ich glaube, wenn du absichtlich einen abschießt, schon, ja. Ja, also Disqualis gibt es eigentlich eher selten, aber es gibt es auf jeden Fall, ja. Es gibt eine. Ja, es wurde schon jemand disqualifiziert, ja, heute. Echt? Ja. Vorhin, ja. Ja, die haben eine Stop-and-Go-Strafe nicht angetreten. Oh, okay, das war doof. Ja, die hatten auf jeden Fall einen kurzen Stint. Ja, die sind auf jeden Fall, haben ja schon Feierabend, machen jetzt schon Party. Jo, sind die da hinten, die da, musst du mal zeigen, wo diese geile Leuchtpuppe da hinten da wieder voll abdanzt.
ist richtig gefährlich. Was ist die Puppe? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die ist quasi zweite 180-Grad-Kurve. Da ist so eine Party-Ecke. Da ist richtig Stimmung. Ah, ich glaube, da habe ich sie gerade hinten gesehen. Ja, da hinten ist sie, die grüne Leuchtpuppe. Oder sind zwei Stück da. Ah, okay. Das ist Party-Tribüne. Da sehe ich mich eigentlich, wenn ich jetzt vor Ort wäre. Party all night long. Ja, aber echt, ey. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto gemacht. Quasi Thumbnail-Screenshot, was auch immer, wo man das auch im Hintergrund sieht. Dachte, da muss ich auf jeden Fall ein Foto machen. So, ich bin dann nochmal so nett und aktualisiere das ganze Timing nochmal manuell. Oscar, es gibt ja die Cockpit-Sicht, wenn du jetzt quasi onboard sein willst. Und ich glaube, die TV-Sicht, die wechselt der Rampy sicherlich auch mal durch. Da gibt es, glaube ich, drei oder vier verschiedene. Eieiei. Da geht's übrigens in die Evil rein, gerade bei der. Ja, habe ich das noch nicht gemacht. Was? Hab ich jetzt verschrien oder was? Ja, da ist auf jeden Fall eine Oranje dabei gerade. Lisa Dukinson. Oh, und dann kommt er aber richtig beschissen in die erste rein. Ei, 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 das könnte mit dieser schon schwierig werden. Oh, oh. So, jetzt kann ich wieder. Kaffee ist. Ins Game rein. Was auf F3 gibt's verschiedene? Naja, es gibt verschiedene. Tatsache. Ja, es gibt. Ja, klar. Klar, klar. Aber glaube ich keine Helikopter, glaube ich. Das ist schade. EV1. Ah, das ist ich weiß, jetzt lassen wir die mal. Wenn das hoffentlich nicht die ist, die ich vorhatte, aber ich glaube nicht. Keine Ahnung. Was war nochmal eine Evil? Wenn du zu viel gecuttet hast, hast du eine scheiß Runde. Dann kriegst du nicht. Ja, um das mal ganz kurz zu erklären, das System finde ich eigentlich sogar relativ geil. Mhm. Was hier gibt, und zwar, wenn du jetzt einen Off-Track hast, also quasi die Runde unsauber machst, dann durch eben Cutten oder halt sonst Abkürzen von der Strecke kommen, dann ist ja die Runde halt einfach unsauber. Das kennt man ja auch von anderen Spielen, Rennspielen, Simulationen, wie auch immer. Und dann wird diese Runde auch als, wenn du halt über Startziel fährst, als erstmal unsauber markiert. Und dann wird geguckt, in dem Moment, wo du da drüber fährst, ob drei Runden, die du davor gefahren hast, langsamer waren. Oder ob da eine dabei war, die tatsächlich auch schneller war und sauber natürlich auch. Und dann weiß ja das System, okay, pass mal auf, okay, der ist davor eine schnellere gefahren, die war auch sauber, dann hat er jetzt keinen Vorteil durch seinen Off-Track, also durchs Cutten oder Exzenten oder wie auch immer bekommen. Und dann ist alles okay, dann ist das Feld über den Tisch. Sollte aber der Fall eintreten, dass jetzt genau diese Runde, diese unsaubere Runde, schneller war als die drei davor, dann wird diese schon mal als potenziell evil markiert und dann wird geschaut, die drei Runden danach, ob man es halt nochmal hinkriegt, eine saubere, schnellere Runde zu setzen. Ja. Und das kann sich aber halt aufschaukeln, wenn du halt dann von drei davor oder danach halt auch noch ein paar unsaubere hast, dann wird halt immer geguckt. Aber du musst halt innerhalb dieser drei davor, drei danach pro Runde halt auf jeden Fall eine saubere, schnelle haben und dann ist alles cool. Und das System finde ich eigentlich ganz fair so, dass man halt einfach guckt, okay, hat er jetzt wirklich gecuttet und sich einen Vorteil verschafft oder halt nicht? Das wird jetzt übrigens eine. Das wird die erste, glaube ich. Das könnte sein. Ich mich letztes Jahr tatsächlich sehr aufgeregt einmal, weil ich hatte übelst scheiß Verkehr, mehrere Runden am Stück und habe halt keine richtig schnelle Runde hinbekommen und dann wurde halt eine wirklich nicht schnelle Runde wurde dann leider als eben genau das unsauber erstmal markiert und dann hätte ich tatsächlich easy eine mehr oder weniger freie Runde gehabt und diese auch entsprechend quasi wieder gerettet sozusagen, dass sie nicht evil wird. Und dann hat quasi kurz vor Start und Ziel mussten halt zwei GT3s meinen parallel zu fahren und beide hätten halt über Platz machen müssen wegen blauer Flagge. Sorry, Leute. Und haben halt übelst blockiert, musste halt übelst in die Eisen gehen und dann wurde dadurch kurz dann halt evil. Und hat mich mir sehr aufgeregt, weil halt dann auch noch so eine ausgerechnet so eine langsame Scheißrunde hat dann eine evil. Ist jetzt also nicht ganz so dramatisch, aber natürlich auch nicht geil. Wie auch immer. Denn es sind erst 8 Stunden. Ja, ist doch nicht schlecht dafür, dass ihr einen Disconnect hattet. Ja, aktuell, also es ist nicht schlecht definitiv, aber wir können aktuell nicht sagen, inwieweit das Ding bereinigt ist, weil. Es kann schon sein, dass jemand vor uns schon drei Longstops gemacht hat oder noch mehr, keine Ahnung, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Müsste ich nachschauen. Dementsprechend kann es sein, dass das nochmal ein, zwei Plätze nach hinten geht. Ich hoffe, ich habe nachher nicht nochmal einen Evil DC. Evil Lab Nummer 1. Ja. Erste Evil Lab, sorry Leute.
das will ich nicht. Okay, krass, ich bin raus. Also, mit so einem Team will ich nichts zu tun haben. Nee, ich auch nicht. Ganz ehrlich, also, Ray, jetzt verschwinde. Oh. Spray, geh bitte weg. Ja, also nee, das nee, ist... Nee, verschwinde, also, geh weg jetzt. Ja, also... Red Dot braucht sich auch einfach gar nicht. Nee, also so dreckige Leute. Pah! Achso, ich meine natürlich Dookie, Entschuldigung. Ja, ja, Dookie, das ist ekelhaft. Ekelhaft. So ein böser Mensch. Die Reifen böse gehen schon nach bei Dookie. Da rutscht ein paar Mal in den Kurven. Ja, das ist unser Setup, die sind das auf der Straße Setup, nicht so das ist normal, da rutscht man halt. Das kann ich nicht anders. Michel rutscht gerne. Oh Gott, Entschuldigung. Alles gut, immer raus damit. Mit den Bazillos. Ich muss auch mal kurz meine Apps checken, ob ich die noch alle hier korrektor haben. Moin und Schuggi übrigens. Das sind die da. Ja, bist gleich dran. 36 Liter noch drin. Geil, ja, ich fahre mich jetzt noch ein paar Ründchen rein. Welche Rennstrecke ist das? Das ist Daytona. Aktuell aber. Titel drin. Nightona. Das ist korrekt. Duki, bist du's? Ja, es färbt halt auch ein bisschen ab, dieser flache Humor, ne? Und muss ja, ich auch sagen, bin ich auch gar nicht so dagegen. Boah, ich fahr gerade aus der Box aus auf dem Warm-Up-Server. Gar kein Bock. Ja, alles gut. Ja, sag doch Duki einfach, er soll nochmal ins Stint fahren. Ja, er soll nochmal zwei fahren oder so. Oder soll meine drei gleich übernehmen. Ja, kann er doch. Guck mal, das Ding ist, dann produziert er auch mal wieder ein bisschen Content. Dann hat er jetzt heute ja, quasi stimmt. Mehr Content produziert als das letzte als Jahr. Die quasi. Letzten zwei Monate auf jeden Fall, ja. Easy. Problem ist halt, er ist uns halt dann immer noch ein DTM-Video schuldig, ne? Ja. Da bin ich gar. Also da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal nachfragen, naja, wenn er Chat liest, wann es denn endlich zu den DTM-Videos kommt. Konzentration ist gerade drastisch nach, auf jeden Fall. Rennen läuft ganz okay, Shogi. Ich habe richtig reingeschissen, aber die Jungs carryen mich. Ich werde auch, als Legende quasi hier aus dem Rennen gehen, als kleiner fetter Junge, der verkackt hat. So. Das ist okay. Okay. Ey, du hast ja noch drei Stints, da kannst du alles wieder. Außerdem, dein zweiter Stint war ja echt gut. Also. Ist ja auch 46, 47er Zeiten geballert, das ist doch gut. Ja, da hatte ich dann aber auch keinen Verkehr mehr. Ja, pff. Verkehr. Ja, ich habe Schwierigkeiten im Verkehr, bin ich ganz ehrlich. Also, das, ja, es ist aber üben. Auch, hey, ganz ehrlich, aber das ist hier auch schwierig. Also in, mit den GT4s und in dieser Liga hier und so. Weil die GT4s haben hier halt auch übelst Messer zwischen den Zähnen. Also, ich habe mich da auch schon ein paar Mal. Der drüber aufgeregt, zehn Runden noch. Umgekehrt, ja, genauso. Runde die regen noch. Sich genauso über uns auf. Also, das ist. Da checkt man sich gegenseitig nichts. Alles gut. Ja, da hätte ich auch ein bisschen Respekt davor. Weil du willst ja keinem das Rennen kaputt fahren. Vielleicht. Also ich muss gerade mal an alle Zuschauer kurz fragen. Wer von euch wird sich das komplette 24 Stunden angucken? Oh, kann er nicht auf der Bremse stehen bleiben? Ist er noch nach hinten gerollt? Oh, kann er nicht auf der Bremse stehen bleiben? 6. Ist er noch nach hinten gerollt? Wir haben Restriktor 6. Wir haben den jetzt gekriegt. Weißt du, der will nur wieder, dass ich scheiß Zeiten fahre. Richtig, ja, Ego, Mann, dass er wieder besser dasteht. Flügel hinten orange. Pah. Flügel hinten orange. Ekelhaft. Oh, ich dachte, ich kann ganz knapp da noch ja, vorbei. Ja, was ist passiert? GT4 hinten rein, oder was ist da? Ja. Fuck, hätte ich er noch ist ihm hinten rein, glaube ich. Ah, nee, da kann er ja keinen Flügel orange haben. Ja, ja, der GT4 ist ihm hinten rein. Ah, ja, ja, genau. 24 Stunden am Stück? Nee. Boah, okay, ganz gefährlich. Man merkt schon, ich habe auf jeden Fall eine gute Pace. Pff, Gott. 48er Zeiten. Ja, kommt hin. Ja, muss ich ja erstmal kurz warm fahren. Come on. Na, mal warm werden hier. Naja, also wenn wir Glück haben, Leute, ist das Bot übrigens da und wir haben das komplette 24-Stunden-Rennen. Also.
als Aufzeichnung. Das wollte ich mir heute, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nehmen lassen, das auf Band zu haben. Ja, klar, ist ja auch dein erstes 24er, ne? Ey, ich war so hyped die letzten Tage darauf und dann bin ich mein erstes Stint gefahren. Und dann nicht. Ja, aber genauso ähnlich ging es mir halt beim 24er Nürburgring dieses Jahr. Übelst Bock drauf gehabt, dann ganz frisch die DD bekommen auch noch. So, boah, geil, ey, DD fühlt sich mega geil an. Ja. Und dann halt übelsten Schmutzrennen gehabt, ey. So scheiß Langstreckenrennen haben wir noch nie gefahren wie das dieses Jahr. Ja, das Auto ständig weggelegt. Irgendwann habe ich auch echt Angst bekommen vor den Kurven. Dass, oh nee, ist die Kurve, oh fuck, hoffentlich lege ich es nicht ab und so. Und wenn du das schon im Kopf hast, hast du halt schon verloren. Ich glaube, ich werde so zerstört sein. Also übrigens, by the way, bei mir gibt es morgen dann keinen Stream mehr, ne? Also ich werde, glaube ich, einfach nur voll zerstört auf der Couch. Falls irgendwie eine Kurve Probleme macht. Haben wir jetzt Perma-Damage drauf, ja, wa? Ja, 1% schätze ich mal, ja. Also 5% haben wir ja sowieso Restriktor von der BOP und deswegen hat er jetzt 6% gemeint. Also ich denke mal, dass wir einen jetzt drauf bekommen haben. Also es ist nicht so wild. Ja, das geht ja. Der orange Flügel ist, glaube ich, ekliger. Das kann sein, ja. Weil wir eh schon auf der Hinterachse die ganze Zeit rumrutschen. Ja, aber Duki hat ja 7 Jahre Sim-Racing-Erfahrung, ne? Also, der alte DTM-Hase. So schaut's nämlich aus. Ich habe das aber gar nicht richtig gesehen, wo ihm da einer raufgefahren ist. Nee, mir ist nicht einer raufgefahren, einer hat sich rausgedreht in der Kurve und ist noch ein Stück nach hinten gerollt. Und Suki ist ganz nah an ihm dran vorbeigefahren und der ist halt leider da reingerollt. Also so wie bei dir praktisch vorher. Oh, wartet mal kurz. Das geht echt doch gut klar, ich dachte irgendwie Dynamik wäre... Ich hab so einen Hunger, ich sterbe. Stärker beeinflusst. Ich danke dir. Was? Ich komme nachher gleich zu dir. Nochmal. Hä? Huh? Okay. Oh Gott, Essen. Oh. Ja, dann erstmal guten, ne? Maga, und ist das genau... Oh, da sind ja Pommes drin. Scheiß Kohlenhydrate, davon wäre ich doch wieder nur müde. Aber der Restriktor 6 okay, ist los Scheiße. Geht's, meine Damen und Herren. Wir zum Low Carb. Mhm. Ah ja, da, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es gesehen, ja. Das ist bitter. Mit dem GT4 oder was? Oder? Ja. Was geht? Ja, mit dem GT4. Okay. Gut, dann reiche ich gleich mal Beschwerde ein. Ja, vielleicht kriegen wir aber ja 15 große Sekunden dafür. Habe ich da tatsächlich nicht gesehen. Also für die Scheiße, die ich vorhin fabriziert habe. Ich da tatsächlich nicht gesehen. Würde mich das nicht wundern, wenn wir noch eine Strafe irgendwo kriegen. Ja, normal nicht. Also ich war schon an ein, zwei Stellen ein bisschen grenzwertig. Nee, der ist nicht reingerollt, da war Netcode sein Vater, da war keine Berührung. Ja, ich habe auch nicht viel gesehen. Da war schon ein bisschen was, aber eine Berührung habe ich auch nicht gesehen. Oh je. Aber ich suche es nicht nochmal. So, aber ich teste mal noch hier den Funkknopf. Moment. Ja. 2, 3, hier spricht der Ray. Perfekt, hat funktioniert, habe ich gesehen. Ja, wir haben dich gehört, laut und deutlich. Hast du gesehen? Ja, das sieht man auch, wenn man wispern. Ja, ich sehe das. Ich höre nicht, ich sehe. Wollten wir dich gerade verarschen?
jetzt so unmittelbar vor meinem ersten Stint. Wenn du links oben lesen kannst? Rampi, ey. Unmittelbar vor deinem ersten Stint, ja, dass du... Dass will du er mich dann nochmal so rausbringen? Wieso nervös, Mann? Von der Wut getrieben die Rundenzeiten raushaust. Naja, manchmal ist es bei mir auch echt so. Also wenn ich so ein bisschen leicht angekratzt bin, dann geht's richtig vorwärts. Aber ich will eigentlich heute eher so einen Entspannten machen. Michel macht das auch immer so. Es geht so lange, am Anfang bis der erste GT4 kommt, wahrscheinlich. Er sucht am Anfang selber was, über das er sich aufregt. und dann geht's los. Erstmal den Disclaimer voraus schon mal an alle GT4-Teams. Ich mein's nicht so, ja? Ich wusste gar nicht, dass du so sehr aus der Haut fahren kannst, ne? Bis ich mit dir Among Us gespielt habe. Ach so, ja, klar. Among Us, da rege ich mich halt auch echt immer übelst auf, wenn ich Imposter bin und die mich einfach als Imposter beschuldigen. Ich finde, das ist einfach, also ich spiele doch so gut, dass man gar nicht merkt, dass ich Imposter bin. Also ich find's unerhört. Ach, ich auch. Naja, aber ist eigentlich gut. Ich bin so der schlechteste Imposter-Spieler. Ich mag es lieber eigentlich Crewmate zu sein und versuchen zu analysieren, okay, wer könnte es jetzt sein, aber das ist in der großen Truppe, wo wir sind, manchmal halt echt nie möglich. Sechs Runden? Naja. Warum fahrt ihr ein deutsches Auto mit amerikanischer Lackierung? Oh, das geht ja gar nicht. Das ist eigentlich Verbrechen, ne? Nee, ganz einfach, weil wir auf Day- oder Nighttoner, wie ihr es immer nennen wollt, unterwegs sind, was bekanntlicherweise in den USA liegt. Und Audi halt, weil sie den Audi schon die ganze Saison gefahren sind und mit dem so als Allrounder ganz gut zurechtkommen anscheinend. Und weil Michel natürlich Audi-Fan ist. Ja, der Michel, ganz wichtig. Naja, also ich glaube mal, gerade Audi oder so überhaupt, also es gibt ja auch das Südafrika-Lackierung für den Mercedes oder ich glaube Audi hat das auch schon gemacht und so. Das ist ja, man muss ja nicht, die Flagge muss ja nicht nichts mit dem Herkunftsland der Marke zu tun haben, zumal auch oftmals gerade Rennteams oftmals ja auch ihren Sitz im Ausland haben oder auch gerade Audi, so eine große Marke oder auch Porsche zum Beispiel, haben ja auch zum Beispiel Sitz in Nordamerika extra nochmal, wo dann auch gar nichts direkt mit dem Europäischen zu tun haben. Also das ist ja. Und wie Rampy schon gesagt hat, in dem Fall ist es jetzt so, dass wir hier einfach so ein bisschen halt Amerika so weiter, ein bisschen, weil das halt Daytona Amerika ist und so. Tschu. Passend zur... Und ursprünglich war die Lackierung ja für Road America geplant, ne? Das ist korrekt, genau. Also wir wollen die eigentlich schon in beiden. Also wir wollen die Road America und hier fahren. Road America mussten wir aber dann canceln, weil wir weder Setup noch Fahrer hatten. Und ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann fahren wir es jetzt halt hier. Durch die Lackierung ist das Auto gleich mal 200 Kilo leichter. Warum soll es leichter sein? Im Gegenteil, durch die Lackierung hast du den Motor vorne und den Antrieb hinten, ne? Antriebsachse ist hinten. Nur durch die Lackierung. Müssen wir jetzt gerade sagen, wir haben einen Transaxle, oder was? Ja. Okay, alles klar. Ja, ein kleiner Motor, den wir jetzt da vorne drin haben. Standard bei den Amis, oder? Ja gut. Ford GT, die neue Corvette, nur alle nichts mehr. Ja gut, das ist aber jetzt neu, ne? Ja. Alles bisher ist... War das anders? Achso, ich könnte meinen Stream schon langsam mal in den Idle versetzen. Und könnte auch mal, glaube ich, bei diesem Dokument, wenn ich es irgendwo nochmal finde, das mal austauschen. So. So nehme ich, ja. Das war der Döner-Teller, das war gut. Du bist schon fertig? Marga, der ist schon weg? Marga, ich bin Einzelkind. Bin im Osten groß geworden, hab ne... Da frisst man ganz schnell das Ding leer, du. Nee, nicht Einzelkind, Quatsch. Oma hat bei der LPG gearbeitet und da ging das immer so. So, Kinder, ich hab 5 Liter Eis mitgebracht. Den letzten Punkt Konzentration zusammenklauen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wer sich da rumgekloppt hat. Dann geht's in die Box, der Fahrer steht an. Nee, alle. Ich glaube, so klang's gerade der... Ja, aber 5 Liter reicht doch für alle. Bitte?
5 Liter reicht. Hat nicht für alle gereicht? Im Leben nicht. Also man muss dazu sagen, dass die, dass alle immer irgendwie den ganzen Tag geschuftet haben bei Oma, weil Oma Bauernhof hatte und Bauarbeiten und lauter solchen Shit. Und also sowas war auch sehr, sehr selten zu der Zeit. Also es war selten, dass man mal so ein 5 Liter Vanilleeis Kanister hatte. Und dann haben sich halt alle rumgekloppt. Ich geh nochmal ganz kurz schnell pieseln. Mach mal, ja. Es war beim Essen halt genauso. Oma hat, weiß ich nicht, zum Mittag 15 Schnitzel gemacht und wenn du Pech hattest, hast du keins mehr gesehen. So schnell waren die weg. Aber das war ja jetzt schon heftig. Jetzt hast du das püriert und dann runtergeschluckt oder was? Nö, ganz normal gegessen, in meiner Geschwindigkeit. Ich esse sehr, sehr schnell. Ja, ich sitze halt an einem Computer. Das, so. Das ist halt nur Mittel zum Zweck. Das habe ich gemerkt. Ja. Wer fährt als nächstes? Als nächstes fährt der Ray und der sollte so in 10 Minuten oder so wahrscheinlich. Nicht mal mehr vermutlich, keine Ahnung. In 11 Litern quasi. In 11 Litern übernimmt der Ray. Ich glaube, die... Ob ich auf Twitter bin? Nein, ich bin nicht auf Twitter. Das war aber jetzt sehr lecker, muss ich sagen. Also ich möchte da jetzt keinen neidisch machen, aber... Knoblauchsoße schon läuft. Normalerweise müsste ich schon in wenigen Minuten, so 3-4 Minuten eigentlich schon ins Auto steigen. Ja. Also mein Stream läuft schon mal zumindest mal auf Idle. Idle, ja. In 11 Litern haben wir... 3 Runden noch? ...haben wir ausgemacht. 3 Runden noch? Oh Gott, Verzeihung. Gesundheit. Dann bin ich ja viel zu früh in den Idle. Ja, dann gehe ich schon mal in den... War der Döner-Teller? In den Dingens. Ich gehe trotzdem schon mal runter, glaube ich, zu Duki. Diese, du bist ja eh noch da. Ray, ja. Gut, dann hören wir uns sowieso später nochmal. Ich bin bis 4 Uhr noch da, ja. Nice. Ich gehe ab 4 erst schlafen. Dann, ich fange ab und zu mal ein bisschen was durch und dann bis später. Das war nett von dir. Ja, klar. Du, wenn es geht und ich nicht so müde bin, dann rammel ich auch durch. Boah, okay. Das würde ich dir nicht empfehlen. Naja, du, das Ding ist halt... Also ich geh morgen früh auch irgendwann pennen. Ja, bleibt mir ja am Ende nichts übrig. Je nachdem, wie ich mich fühle. Der Trick an der ganzen Sache ist ja immer Wasser trinken ohne Ende. Also, ja, also nicht jetzt so, wie man denkt, Energies reinschaufeln, sondern einfach Wasser. Ich trinke nur Wasser. Stilles Wasser trinke ich immer nur. Ich auch. Schön aus dem Soda-Stream und dann aus dem Kühlschrank. Ein gewisser Herr Duckmaster noch das Auto gekühlt mag ich nicht. Wir machen heute eine Art Podcast-Eis. Gekühlt mag ich es nicht. 24-Stunden-Rennens in Daytona. Aber jeder, wie er gerne möchte. Aber nee, du wirst schon merken, irgendwann merkst du, also wahrscheinlich nach deinem Stint, eine Stunde oder so, vielleicht hast du noch die Power danach, aber dann merkst du schon, dass du recht schnell müde bist. Ja, in der Nacht denkst du auch immer so, ja, okay, das ist kein Problem, ne? Dann wird eins, dann wird zwei. TV. Ich hab das ja letztes Mal zum ersten Mal gemacht und dann, ja, das ist kein Problem. Und dann gab es halt, letztes Mal war auch schon das Problem, dass ich eigentlich nur bis so 5 oder so machen wollte, weil am nächsten Morgen wieder auf dem Sportplatz sein musste. Ja. Und der erste mit der TV-Cam aber erst wieder um 6 oder kurz nach 6 angefangen hat. Dann habe ich mich halt dazu überreden lassen und habe gesagt, komm, dann mache ich halt noch die Stunde dran. Und das war halt dann so die Stunde, wo wirklich richtig eklig war. Ja. Dann wirst du dann müde, da fängst du an zu gähnen, das Ganze läuft träge, aber es sind nicht mehr ganz so viele Zuschauer im Chat und dann. Wenn du dann alleine bist, da wirst du müde. Also bei mir wird der Chat voll sein. Da sind nämlich, bei mir ist das ja so, muss ich ja dazu sagen, mein Altersdurchschnitt ist so hoch, das sind die ganzen Leute, die nicht schlafen können, die stehen um 4 Uhr morgens wieder auf. Boah, Konzentration ist hart im Eimer gerade. Ja, gut, du lachst, ist halt wirklich so. Warte, ohne Scheiß, ich habe früher so mal aus Versehen Tarkov gespielt, bis morgens 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann kam die Essen, kam um 4.30 Uhr schon rein. Oh, ich muss gleich zur Arbeit, was tue ich jetzt, man kann es auch. Ich bin
hab geschlafen zum Beispiel. Also die stehen ja alle schon recht zeitig auf. Oder? Ich hab nur gepennt. Hast du mich gerade alt genannt? Ja, nee, das war Rampi. Kam, 6 vom Bremser? Nein. Ja, dann hätte ich auch mehr Pizza. Das sind übrigens auch die kontroversen Themen, die man am besten nicht im Stream erwähnt. Was, Alter? Nee, der hat sich gedreht. Ja, dass die Zuschauer einen gewissen Altersschnitt haben. Nee, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil das bei mir wirklich so ist. Wäre ich da vorbei, aber ich hätte links noch Platz gehabt. Also ich meine das wirklich ernst. Die sind, also meine Zuschauerschaft ist wirklich sehr, sehr alt. Ich spreche nicht wirklich ein junges Publikum an. Ja, 1%. Ah, ich meine schon eine Ausrede, wenn es nichts wird. Ja, gut, auf Twitch ist ja generell ein bisschen das ältere Sektum unterwegs. Also da so die ganz Jungen findest du auf Twitch eher weniger. Doch, hast du schon, aber in anderen Streams halt, ne? Schön viele tiefe 46er waren, glaube ich, dabei. Bin nachher mal gespannt auf meine Zeit. Nee, ich brauche keine Umfrage machen, ich weiß wie. Also ich habe die Zahlen im Kopf. Also der Großteil meines Streams in Prozentzahlen ist zwischen 30 und 50. Arschlangsam, ey, aber ist egal. Ja, ich habe jetzt gerade hin beim Triple Sinn, ich fahre jetzt nicht 100 Runden ein, also bin ich ja schon vorm eigentlich. Die Karre leuchtet ja schön, ja. Ja gut, zwischen 3 und 100. Hat ein paar Effektchen drin. Naja, richtig, da kann Schlaf ich noch ein bisschen üben. Ich hab die letzte auf die Mazda, Liebe. Ja, ich bin ready. Fühle ich mich mit 18 alt? Nee, da bist du noch lange nicht alt. Und eine erfreuliche Nachricht, Dizzys Freundin kam vor 20 Minuten, hat endlich Essen gebracht, er hat jetzt endlich sich gesättigt. Gut. Worüber reden die da im Stream? Ganze Zeit so, ich habe Hunger. Boah, was ist Ray denn bitte für ein Arschloch? Als ob, ich habe einmal gesagt, dass ich Hunger habe. Boah, das zeige ich ihm heim, blöde Potsau, ey. Ey, nächste Aufnahme, Among Us Instant Tod, Ray. Gleich als erstes, scheißegal. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Dice Roli. Blöde Sau. Mango, dankeschön für 24. Jetzt weiß ich nicht, woher ich deine Stimme kenne. Memory, moin und viel Glück beim Umzug. Du bist dann bei den Jungs dabei. Bei was denn? Dachte schon am Anfang so, bei Among Us. Achso, ja. Ja, genau. Also wir haben am Anfang dachte ich so, hey, ich kenne den irgendwo. Ja, ich kenne die Stimme irgendwoher. Also, ich bin der da nicht so viel redet. Jetzt wurde Sachs zu Among Us, da ist mir sofort klar geworden. Klar, Dizzy. Na klar. Jetzt halt ein geiles Action. Den kennt man doch. Es war ein bisschen verwirrend, als das 3D reinkam noch. Weil da waren die Namen immer ein bisschen anders. Und dann konnte ich das halt schon mal nicht zuordnen, wer jetzt das war, ist und wer jetzt wie heißt. Und angesprochen haben sie euch immer, habt ihr euch immer komplett anders. Ja. Eigentlich hast du da nur Jay und so und Sepp, die wurden halt immer gleich angesprochen. Aber ihr hattet plötzlich ganz andere Namen im Game. Wer ist denn das jetzt, ne? Und dann gab's Sven, der hieß irgendwie ganz anders und keine Ahnung. Das Wheel ist auch geil. Der denkt gerade auch was. Dizzy ist der Ray mal killt. Ah, okay. Was? Nee. Fehlt noch das, bei mir, das stimmt nicht. Jetzt warte auf so, den Longstop. Geile wir sind Nummer in der Box. Fahrerwechsel. Duki geile hat ausgedient. Oh, ihr habt es am Start. Jetzt muss ich gleich mal kurz gucken, erst wo Ray streamt. Das freut mich ja. Streamt Ray bei Twitch? Ray streamt auch bei uns. Nee, auch auf YouTube. Oh. Ach, habt ihr jetzt gleich zwei Kanäle gleichzeitig? Oder? Hast du eine erste. Zwei Streams Tür gleichzeitig, ja. Ehrlich? Geht ja, das? Ey, für das geringe Training. Ja, das geht. Krass, okay, das wusste ich gar nicht. Ah, tatsächlich? Wie cool ist das denn? Nee, aber dann zeigt mir du doch, hast halt okay, einen anderen Stream-Key sozusagen, ne? Ganz gut. Ah, wie geil ist das denn bitte? Oh, schön. Rambi. Schön, euch auch alle zu das sehen. Das ist cool. Marschu, mega. Aber es ist bei uns auch nicht. Ja, gut, wir achten schon drauf, dass wir halt immer unterschiedlich streamen, aber manchmal kommt es halt schon vor, dass einer was streamt und dann noch jemand anders gerade noch anfangen möchte oder anfängt. Dass du halt ein bisschen Überschneidung hast und das ist dann auch gut. Ach, wie geil ist das denn bitte? 18 vor. Echt jetzt? Findest du das so crazy? Ja, ich finde das voll cool. Naja, überleg mal jetzt, guck mal beispielsweise, wenn du so ein langes Rennen hast, so wie jetzt gerade. Tatsächlich ein bisschen abbremsen. Und dann bist du quasi im TV-Wagen und fährt von drin. Das ist doch mega cool für die Zuschauer.
Gerade eben hatte ich sie noch. Ja, so ist das weg. Eigentlich auch das muss doch keiner kapieren, oder ist geplant gewesen. Weil das war ursprünglich, haben die das ja immer selber gemacht, ne? Ja. Und eigentlich haben sich immer Ray und Dookie in der TV-Sicht abgewechselt. Die anderen haben selten die TV-Sicht gemacht. Und dann war das halt einfach so die Sache, wir brauchen da Unterstützung. Wer macht denn das? Dann habe ich halt gesagt, okay, ich kann gerne die TV-Sicht übernehmen. Ist für mich kein Problem. Ich kann auch nachts mal irgendwie durchhalten. Das ist kein Stress. Aber ihr müsst halt wissen, wenn ich nachts alleine bin, so die riesen Renninformationen oder die Hilfe, wann ihr jetzt was umstellen müsst oder so, Setup-Infos und so, das habe ich halt überhaupt nicht drauf, weil ich bin nicht im Thema drin. Ja. Aber so eine TV-Sicht oder so, ein bisschen unterhalten, das ist eigentlich kein Problem. Ah, das ist ja mega geil. Und geschaut habe ich es sonst auch immer, weißt du? Cool, cool. Und ich feiere halt diese, wie du es eigentlich vorher gesagt hast, diese Langstrecken-Events, ich feiere sie wirklich. Ich habe sonst mit Rennsport, also wenn jetzt sonst Assetto Corsa mal auf dem Kanal von uns erscheint oder sonst irgendwo, da schaue ich eigentlich nie zu, aber diese Langstreckenrennen, das finde ich schon mega. Ja. Oh ja, da bin ich. Wir fahren in 2016er R8. So. Naja, so. Guten Abend. Aber ich mute mich mal eben, ich wollte mal kurz mit dem Chat. Ja, achso, gehst ja schlafen. Ja, Dugi! Guten Abend! Jo! Wann kommt eigentlich das nächste DTM-Video? Ja, Leute, also ich werde jetzt. 2023. Ah, cool, nice. Da habe ich extra eins geplant schon. Ja, finde ich gut. Und da nehme ich mir dann ein Jahr Urlaub für, damit ich auch schön üben kann vorher und präzise dann auch fahre, um deinen Ansprüchen zu genügen. Oh, das kannst du mich grüßen? Fehlt, ja, klar. Oh, cool, finde ich schön, danke. Hast du irgendwie einen Wunsch, wie ich dich grüßen soll oder so? Oder möchtest du einen Musikwunsch haben? Mach doch einfach Unfallfetti oder so. Vielleicht und, Unfallfetti. Keine Ahnung. Du willst nicht mal auf deinen Chat machen. Alles klar, alles klar. Ja. So. Keine Ahnung. Naja, egal. Dann lassen wir uns schon nicht so vom Delta oder so. Ray ist halt auch so eine Quasselstrippe in seinem Stream, ne? Auf das, was hier auf der Strecke passiert. Ja, da sind wir wieder. Werde dich bis 3 Uhr wach halten und unterstützen. Ja, das wäre schon mal gut. Aber diesmal fährst du nach Rennende eine Runde TV-Wagen. Kann ich nicht. Weil ich bin erstens nicht die TV-Sicht am Schluss. Und zweitens habe ich aktuell kein Lenkrad angeschlossen. Und ich weiß nicht, wie ich mit der Tastatur fahre. Ich bin noch keinen Meter gefahren im Rennen. So spät bin ich, glaube ich, noch nie in einem. Ich hab gar nichts sonst konfiguriert. Und jetzt aber gleich 3 Stints, ey. Da geht's natürlich gleich voran. Bin ich immer gespannt, wie Ray jetzt fährt. Aber ja, ich hab auch gut, dass ich Powernap gemacht hab. Das sind alle ein bisschen gespannt. Weil auf jeden Fall deutlich mehr Energy. Normalerweise kannst du bei Ray so sagen, er fährt sehr gut, bis was dazwischen kommt. Ja. Und dann steigert er sich ein bisschen rein als. Fühl ich. Fühl ich. Fühl ich, ja. Da steht einer. Hallo, mein Freund. Ja, die guten alten Alpin-Handschuhe. Aber ich hatte. Nee, Dugi hatte Sparko, ne? Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dugi hatte Sparko-Handschuhe. Ich hab's erfasst. Ja gut, ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger, als ihr ihn kennt. Dementsprechend weiß ich schon so, wie er einigermaßen tickt, ne? Oh, da ist er aber zärtlich rein in die Schikane. Ja, erstmal vorsichtig anfühlen, ne? Ja, ist auch richtig so. Sonst endet das nachher in... Naja. Sprechen wir nicht drüber. Im Disconnect. Oh Gott, ey, ich hoffe, ich habe nicht nochmal ein Disconnect heute. Das wäre richtig bitter. Ich werde nachher sicherheitshalber mal... Da steckst du halt nicht drin. Ja. Duki hat Handschuhe von Spacko. Ja, genau, davon hat er die Handschuhe. Sind zu eng. Da stehen auch seine ganze Flachwitze drauf, dass er die immer ablesen kann. 23. sind wir aktuell. Aber wir hatten gerade Fahrerwechsel.
gerade Longstop, ja, jetzt kann ich mal wieder meine mein Live-Timing aktualisieren. Duki soll mal wieder kommen, ich muss mal auf Toilette, damit du nicht alleine bist. Ich kann auch alleine sein, das macht mir nichts. Ich kann auch alleine sein, ja, aber... auftreten gehen. Ja, aber wir sind ja ein Team, verstehst du? Gemeinsam in einem Boot, Mann. Das ist doch egal. Oh, ein Missing. Schlaf gut, Mann. Ein paar Minuten halte ich mal aus. Ja, aber ich gehe auch, meine Freundin ist gerade nach Hause, ich komme kurz mal da vorbei und Hallo sagen. So, Live-Timing ist wieder aktuell. Für die paar Sekunden, aber ich habe wieder was vergeigt. Ich korrigiere, jetzt ist es wieder aktuell. Du bist gerne alleine, oder? Nein, das nicht. Überhaupt nicht. Nee, ich habe keine Zwangstrennung mehr bei mir. Sowas habe ich nicht, Romeo. Und wenn, ist auch egal, ich habe zwei Internetleitungen. Also wäre nicht so schlimm. Sollte ja nicht so schlimm sein. Das kann immer mal passieren, leider. Ja. Ich muss bei ACC auch jedes Mal, wenn ein Patch kommt, neu installieren. Ansonsten, das ganze Spiel? Ja, ja, weil sonst habe ich nämlich immer diese bescheuerten Disconnects, warum auch immer. What? Okay. Mhm. Krass, das habe ich jetzt auch noch nie gehört, was das von einem Update ständig, ja gut, okay, aber das ist halt immer, also es kann schon mal sein, dass ein Update jetzt irgendwie Probleme macht, aber dass es bei jedem Update der Fall ist? Ja, kannst du die Uhr noch stellen, ist ein Update draußen, ich installiere das Spiel nicht neu, habe ich Disconnect, aber volle Kanone. Keine Ahnung warum, aber auch nur bei diesem Game. Wow, das ist leicht bitter. Mhm. Vielleicht hat es ja dann auch auf AC umgegriffen. Und es gab vorher gerade zufällig ein Update. Cut. Cut! Nee, ja, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Na, ich glaube, ich lupfe ein bisschen. Da hast du was falsch aufgeschnappt. Ja, Schnatzi, wenn das geht, wäre das cool, ja. Dann fehlt halt ein kleiner Moment, aber das wäre cool, wenn du das irgendwie machen könntest. Sorry, dass ich die gerade dazwischen rede. Ah, fuck, es war trotzdem schneller. Du redest mir nicht dazwischen, ich war fertig. Kriegen wir trotzdem irgendwie gerettet, hoffe ich. Außerdem musst du dich dafür nicht entschuldigen. Ja, ist ja jetzt ein Höflichkeitsding, ne? Quatsch, hier labert jeder mal irgendwo dazwischen, das ist doch völlig egal. Das wirst du auch nicht irgendwie beschränken können, wenn da mal vier Leute drin sind. Da fällt halt der eine im anderen mal ins Wort, weil du halt gleichzeitig irgendwas erzählen möchtest oder sonst was. Das passiert halt mal. Den Onboard-Stream finde ich irgendwie langweilig. Warum findest du den langweilig? Das ist halt Onboard. Richtig. Klar, dass der Fahrer da nicht... Bis auf Michel redet der Fahrer nicht viel. Bis auf Michel? Das ist Wahnsinn. Michel redet halt komplett durch. Dann liest er noch Chat nebenher, das ist auch kein Problem. Und trotzdem ballert er die Zeiten durch. Welchen Part meinst du? Warte mal kurz. Welchen Part meinst du denn, Snazzy? Weil, also... Dafür gibt es alternativ die TV-Sicht, richtig? Also der Browser ist offen, theoretisch. Deshalb sind wir jetzt gerade hier. Schläft der Michel? Also der Michel wollte sich vorab legen, ja. Er hat mal gemeint, er möchte sich ein bisschen hinlegen. Weil er dann schon wieder gegen 4 ungefähr ins Auto steigen muss. Danke, Dodo. Dementsprechend sollte er sich dann wahrscheinlich gegen 3:30 ein bisschen warm fahren.
und somit gegen 3 rum aufstehen vielleicht. Ich kenne den genauen Ablauf der Streamer nicht. Oder soll ich meinen Stream disconnecten und wieder neu machen? Ich kenne das nicht, wie es ist, wenn man da mitfährt. Deshalb alles nur Vermutungen. Hallo. Hey, Dookie Mausi. Hey, was geht? Ach du, ich hab mir gerade eine neue Handtasche gekauft. Ah, geil. Zur Gönnung zur Evil Lab, ja? Genau. Toll. Da packe ich dann alle Cuts, die ich gemacht habe, und schmeiß in die Brücke runter. Geil. Hallo. Übrigens richtig beschissen die Schikane gefahren. Ja, mehrfach. Eigentlich dauerhaft. Ab und zu mal gut gekriegt, aber ja. Die ist wirklich noch Achilles-Dings hier. Wie heißt das? Sehne? Ja, aber man sagt doch Achillesferse. Nee, wie heißt denn das? Der wunde Punkt. Dein Arschloch? Achillesferse? Arschloch! Entschuldigung. Das hört sich immer von dir auf andere schließen. Hey, ich war heute noch gar nicht. Ja, deswegen ist es ja auch so. So wund. Achilles Vene, nicht die Vene. Ich weiß, ob das wieder ein Cut ist. Oh nein. Okay, das ist jetzt bitter. Ja, es ist die Ferse, aber sagt man das auch so? Das ist jetzt sehr bitter. Wenn ich, wenn ich einen Schwachpunkt habe, ist das meine Achillesferse? Achilles Vene. Ja. Mit der nächsten Runde. Oh, ich glaube, Achilles Vene ist das denn, ne? Ich nicht anfangen. Scheiße. Nee, ich glaube, das ist die Ferse, oder? Weil der Achilles nur da ist. Die Ferse, ja. Halt die nächste. Ja, genau. Achilles stammt aus dem Begriff aus der griechischen Mythologie. Die Ferse war die einzige Stelle, an welcher der Sagenheld Achilleus verwundbar war. Achilleus? 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 Ja, geil. Hab direkt mal untersteuert. Ach ja, gut. Haben wir ja auch wieder 5 Minuten erfolgreich damit verschwendet. Oh. Ray sammelt Evil Apps gerade, by the way. Oh. Ja, jetzt kommen die Unicorns okay. Mitten, die ehrlich, wollen. Jetzt schon. Das Konzept der Evil Labs hast du verstanden, wie man die auch vermeidet und so, ne? Also, mal so unter uns, ich bin ja nicht komplett gegen Baum gelaufen. Yes. Also, Ray hat es schon mal erklärt, sehr gut auf jeden Fall. Und Michel auch, also ja. Also, wenn man sich deine Nase so anschaut, würde ich schon sagen, dass du gegen Baum gelaufen bist, aber es scheint ja deinen Kopf nicht ganz so beeinflusst zu haben. Meine Nase? Das ist halt super ungünstig. Ja, ist klar, ja okay, ist ja platte Ding mal angeguckt. Halt im Oval vorbei. Junge, du siehst aus wie diese Affen. Dieser Affen mit den komischen Nasen. Ja, hast du ein bisschen viel Star Wars geguckt oder bist du komisch? ich hab eine ganz normale Nase, du Eimer. Hab ich da etwa einen wunden Punkt getroffen? Nee, absolut gar nicht, weil meine Nase ist ganz normal, genauso wie mein Penis dementsprechend. Ich zeig's mal eben im Stream. Das ist jetzt halt super scheiße hier. Der Bild. Sag mal. Also wenn wir uns jetzt auf Äußerlichkeiten irgendwie reduzieren, ja, dann muss ich aber auch, dann mache ich auch ganz klar, muss ich sagen, Mann, hast du hässliche Hände. Also. Deshalb verpackt das ja auch immer in den Handschuhen. Ah, oh, bester Affe auf jeden Fall. Die andere wird auch evil werden, weil bei so viel Verkehr kriegen wir. Nein, es war natürlich. Evil Lab Nummer 2, ist es schon soweit? Mit hier irgendwo eine saubere Runde zu fahren. Ja, hat er. Nee, noch nicht, oder? Doch. Hört sich mal stark. Oh, ja, das geht ja schon wieder gut los, Duki. Ich hoffe, du gehst gleich ins Bett. Stell dir mal vor, du siehst so aus. Was hat sich die Evolution dabei gedacht? Ja, auch du eigentlich ganz normaler Affe, aber jetzt. Ja, okay. So, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten. Schon gleich Pluspunkte. Danke fürs Durchlassen, Boys. Ja, ich sag mal gerne. Wurde das Dokument schon angepasst? Dass wir da den Ray in die. Hat Ray, glaube ich, gemacht, ja. Ah, das glaube ich nicht, nein. Dann mach ich das mal eben. Okay, dann. Ich weiß nicht, ich müsste mal checken, ob das Ray schon gemacht hat. DC meint ja, ich weiß es nicht. So, ich muss jetzt aber ganz kurz mal auch AFK meinen Müll wegbringen und bin gleich wieder da, Leute. Viel Spaß. Morgen, Sisi. Ich wünsche eine gute Nacht. Wieso, haust du jetzt gleich ab? Ja, klar. Ich muss um 5:30 schon wieder raus. Ja, okay. Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, dass du so ein kleiner, weiß ich nicht, so ein Weichei bist. Der Schlaf benötigt. Wie, ja, kann doch. Er nur. Ja, so.
Sorry. Ja, könnte es sogar sein, dass er morgen verpennt. Jetzt am Anfang, das werden wahrscheinlich zwei Evils werden, aber danach sollte sich das dann hoffentlich einstellen, dass es ja, nicht mehr gut, so ist. Ja, dann raus aus dem Auto. Anfang, bis morgen, Dugi, dann. Ja. Schlaf gut. Bis morgen, gute Fahrt. Was ist denn überhaupt gleich noch? Willst du dann mal fahren, Dugi, jetzt oder wie? Ja, aber Dizzy fährt ja gleich dann um 2 Uhr irgendwann. Ja, nee, weil du jetzt aus dem Auto ziehen möchtest. Achso, ja. Nee, dann muss Dizzy jetzt schon einspringen, also. Zwei Evil Labs, das geht ja gar nicht. Der ist ja gar nicht mal zwei rumgefahren. Eieieiei, das ist schon 3 Runden gefahren, 2 Evil Labs. Ja, ich sag mal, unterm Strich ist egal. Ab 10 gibt's die erste Strafe. Aber das habe ich am Stream gesagt, zu lange. Ich hab 5. Oh, ab 5? Ich hab vorher gemeint, ab 5. Okay. Ich weiß aber nicht. Kann sein, dass du vielleicht recht hast. Ja, wir gehen vom Schlimmsten aus, dann sind's vielleicht wirklich 5. Dann, Quatsch, wir gehen vom Optimalfall aus, dann sind es 10. Dann gibt's gar keine Strafen bei Evil Labs, so. Optimalfall. Du kannst die Vollgas abkürzen, die Schikane, einfach geradeaus. Boah, ich hab den Affen übrigens immer noch im Bild. So, Leute, ich mach jetzt den Affen, ich leg mich pennen und ruhe meine Nase aus und dann sehen wir uns morgen um circa 5 Uhr wieder. Ich hab den Stream jetzt noch nicht erstellt, das mache ich auch erst morgen, weil ihr geht ja jetzt eh auch sehr vernünftig. Geht ja dann auch irgendwann in der Nacht schlafen, aber guckt natürlich jetzt noch fleißig beim Rampy und beim Ray zu. Ich guck mal eben, dass ich hier die Links noch in den Chat poste. Cockpit-Sicht ist diese und TV ist dann noch diese. Ihr könnt euch austoben, seid nett. Komm hier, Dizzy kriegt auch noch, weil er gerade den Restreamt. Kriegt der Dizzy auch noch hier den Menschen. Den Restreamt. Zack. Und ja, dann bin ich jetzt mal raus. Rampy, komm gut durch die Nacht. Jo. Und wir sehen uns dann in ein paar Stunden. Du fahr morgen schön. Ich weiß nicht, ob ich da noch wach bin. Auf jeden Fall. Ja, ich löse dich ja erstmal. Ach, vielleicht, wenn du wieder kommst. Dann fahren wir jetzt sauber und dann ist gut. Dann, ach so, ja, okay. Stimmt ja. Ja, dann bis morgen, Duki. Alles klar. Gute Nacht, viel Spaß. Mach es gut. Bitte. Mach es besser. Ja. So. Welcher Viewer geht pennen? Ja, Viewer weiß ich nicht, aber die Fahrer müssen halt aber dann mal schlafen gehen. Deshalb ist Duki jetzt ratzen gegangen. Dizzy kommt gleich wieder, aber Duki ist erstmal raus. Und Michel ist auch schon pennen, das heißt, ja, aktuell besteht der Fahrerstream aus Ray und hier der Kommandatorenstream aus Dizzy und aus mir. Bremst hier viel zu früh, merke ich gerade. Nein. Ich zocke nebenher nicht. Ich bin hier nur am Zuschauen. Das reicht doch völlig. Ist interessant genug. Ist witzig, sowas als ein bisschen zu begleiten. Die Rennen zu schauen. Auch wenn man selber, oder... Wobei, ich sage jetzt mal, Gott sei Dank muss ich nicht selber fahren. Weil da wird mir auch gutes Klemmerchen gehen. Werde ich bis 3 Uhr wach halten. Oder beim Wachhalten unterstützen. Ja, mal gucken. Vielleicht bin ich auch vorher schon eingeschlafen. Mach mal durch, oder Rampy? Ja, bis morgen früh mache ich auf jeden Fall durch. Aber irgendwann gehe ich ja mal pennen. Also ich möchte das Ende vom Stream sehen, das war auch meine Bedingung. Sie müssen mir meinen Stint so einteilen, oder meine TV-Cam so einteilen, ist mir völlig egal wann, dass ich ein bisschen schlafen kann und trotzdem noch das Ende des Streams sehe. Könntest du dir vorstellen, bei sowas mitzufahren? Definitiv nicht. Da bin ich viel zu langsam für. Ich meine, ihr habt mich ja als in Formel 1 gesehen, was ich da zusammengegurkt bin. Wie oft ich da die Karre irgendwo rausgeworfen habe. Evil Labs haben bei 10. Wenn wir 10 haben, ich bin da einfach zu langsam und vor allem viel zu fehleranfällig. Also viel zu fehleranfällig. Jetzt aktuell ist es noch nicht so schlimm, aber wir dürfen halt nicht mehr werden. Also ich darf jetzt in meinem Triple Sin keine weiteren reinfahren, wenn es geht. Das wäre schon irgendwie bitter. Trimax hatte 14k Viewer, während er schläft. Was schaffst du? Kommt drauf an, wenn ich das Rennen hier so laufen lasse, ohne Facecam, merkt ihr das gar nicht, wenn ich einpenne. Hätte nicht so reinstechen dürfen.
Warum hat Ray so lange am Anfang gewartet? Ganz einfach, weil wir 11 Pflichtboxenstops abarbeiten müssen während den 24 Stunden. Und die Pflichtboxenstops sind einfach 3 Minuten lang. Und das heißt, bei jedem Fahrerwechsel, den wir haben, mindestens bei jedem Fahrerwechsel, kann sein, dass man irgendwann später auch mal noch einen als normalen Box, also einen normalen Boxenstopp oder einfach nur die Reifen wechseln und tanken muss, als Longstop machen müssen. Je nachdem, wie es mit den Fahrerwechseln aufgeht, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber deshalb dauert das immer ein bisschen länger, wenn Fahrerwechsel ist, weil man da halt schon mal direkt einen Longstop absitzt. Und das sind 3 Minuten, in denen du nichts machen darfst, nicht losfahren darfst. Und dann Abmarsch, raus auf die Strecke. So bin ich ja immer so früh zur Zeit. Krass. Jetzt kommen, wenn ich einen Tick später bremse, dann verbremse ich mich jetzt gleich. Und wir haben ja auch das Fachwissen raus. Das war ja nicht mal Fachwissen. Das ist einfach Standard-Know-how hier, wenn du ja ein bisschen was erzählen möchtest. Viel mehr kann ich auch nicht, Tobi. Viel mehr kann ich nicht. Dann, ja. Dann hört es bei mir mit Rennsport wahrscheinlich auch schon recht früh auf. Habt ihr spezielle Regeln? Ich glaube nicht. Ja, bei manchen funktionieren hier die Nummern im Cockpit drin oder an der Frontscheibe, ne? Bei manchen GT4s funktionieren sie hier beim Fahrzeug vor uns jetzt, dass er überholt, beim AMG, da funktioniert's. Wie geht's euch, Pixelhelden? Eigentlich gut. Aktuelles kann ich nur von mir reden. Ich weiß nicht, wie der Ray gerade hier im Cockpit abreißt, ob er schon wieder einen Hals hat. Aber sonst ist alles gut. Ray gibt Nachhilfe, nächstes Jahr gibt es ein eigenes PXH-Team. Nö, das würde ich gar nicht wollen. Ich finde das bei solchen Events immer mega cool, wie das Ganze jetzt aufgebaut ist, dass du halt immer mit den anderen zusammentriffst und dass die als Team da zusammen fahren, das finde ich mega geil. Und das wird so in dem Umfang, in der Stimmung auch gar nicht rumkommen, wenn da halt wirklich nur von einem Kanal ein Team hättest. Das ist schon schön, dass das ein Projekt aus mehreren Kanälen ist. Das ist ja auch der Sinn hinter dem Red Dot Racing Team, ne? Was ist passiert? Es gab einen Disconnect von Dizzy und dementsprechend haben wir natürlich ein paar Plätze verloren, aber es war auch völlig klar, dass niemand sonst aus dem Team das Tempo von Michel halten kann. Dementsprechend war es auch logisch, dass man nicht mal da vorne mitfährt, weil da sind dann einfach zu gute Teams dabei, die sind komplett gut besetzt und da hast du keine Chance. Da sind wirklich teilweise Fahrzeuge mit 4 Maschinen drauf. Die fahren dir jede Runde eine wie die andere. Und das noch in einer Zeit, die keiner erreicht sonst. Also momentan ist Ray ruhig und redet nicht, man hört nur den Motor. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wie läuft's? Ja, eigentlich nicht so schlecht. Könnte besser laufen, könnte aber auch schlechter laufen. Ist noch alles drin, wir haben noch 15,5 Stunden auf der Uhr. Das heißt, jede Menge Zeit. Jede Menge Zeit. Das müssen wir hier doch ausreden. What? Da sind die Teams abgefahren, 1 und 2. Hat mit Duki aber nichts zu tun, oder nicht falsch? Soweit ich weiß, ist es die Community von Duki. Die abgefahren Community. Und dementsprechend ist Duki da mit seinem Namen drin.
Sieht echt schon ziemlich echt aus, finde ich, von der Grafik her. Ja, nee. Also da gibt es mittlerweile schon ein paar andere Sachen, aber ja, für eine gute Simulation ist Grafik eigentlich nicht so wichtig. Aber die neueren Spieler, ACC und so, die sehen schon ein bisschen besser aus. Kennt ihr auch eins der anderen Teams, beziehungsweise die Fahrer? Ich recht wenig, also ich kenne eigentlich, glaube ich, keinen direkt. Den René kenne ich, der hier unterwegs ist vom letzten Mal. Aber sonst wenig, aber die anderen kennen da schon den einen oder anderen. Besonders Michel, der ja auch bei Wippermann schon mitgefahren ist, der ja vom Team Wippermann kommt, die jeweils in der Klasse ein Fahrzeug stellen. Und ja, dann dadurch kennt Michel natürlich auch den einen oder anderen Fahrer und auch von anderen Klassen kennt Michel die. Aber auch sonst die Jungs, so Duki, Ray, die kennen, glaube ich, auch den einen oder anderen Fahrer noch. Ich weiß, dass die Fahrer emotional unterstützt und hier ein Teil der TV-Cam machst. Ja, es ist halt nicht ganz so fachbezogen. Ja gut, das ist bei den anderen auch nicht, weil sie oftmals ein bisschen drumherum reden, aber sie können, wenn sie wollen. Wenn es dann wirklich mal ums Ernste geht, dann wissen sie, dass sie das können. Und ich muss da halt schon ein bisschen länger überlegen, ich muss ein bisschen länger nachschauen. Und generell über die ganzen Autoeinstellungen kann ich eh nichts machen. Da bin ich eh raus. Du wieder da. Hallo. Hallo. Michel kommt von Wippermann, ja. Der ist früher noch in einem anderen Team mitgefahren. Da war Michel einer dieser Maschinen. Ist er jetzt immer noch eigentlich? Naja. Naja. Geht so. Na, wenn du hier mal mit einem Team um einen Sieg mitfährst und auch gewonnen hast, tatsächlich, das 24-Stunden-Rennen, da bist du schon. Ja. Eine ordentliche Hausnummer. So, hast du deinen Müll alles verstaut, ja? Ja. Kein Nachtisch geholt. Ja, ich habe mir noch so ein, weißt du, wenn ich jetzt schon, ich habe Pommes gehabt, jetzt habe ich mir gedacht, scheiße, dann kannst du ja auch ein Croissant in den Kopf reinknallen. Das ist richtig. Wir haben nämlich Besuch und ich war heute Morgen bei Wecker. Mhm. Ich habe für die Leute, also meine Freundin und Besuch, Brötchen geholt. Habe mir dann halt selber noch, also nicht ich selber, aber ich habe dann noch Schoko-Croissants geholt. Dann habe ich mir gedacht, nice. Mensch, klaue ich mir mal eins. An der Küche kommt man halt nicht so easy vorbei, ne? Doch, ich schon. Aber weil ich gerade Kaffee gemacht habe, habe ich mir gedacht, Mensch, gönnst du dir mal ein. Gönnst du dir mal? Ja, gönnen ist immer gut. Und dazu noch einen schönen immer noch Kaffee. Ein Alien. Boah, Kaffee, ist, das wäre jetzt auch was, ne? Ja, ich habe... Aber ich würde jetzt eher einen Tee trinken. Naja, so damit man nachher noch fit ist. Wobei Kaffee ist da ja auch eher kontraproduktiv. Als ob man langsam kurz. Es geht. An. Immer wenn ich. Es geht. Denke, wenn du viel Kaffee trinkst, dann merkst du den Unterschied eh nicht groß. Ja, ich gebe ja. Gas, das macht keinen Sinn. Ich will nicht nochmal eine Evil bekommen. Haben wir schon wieder eine Evil? What? Aber wir haben drei. Achso, ja, Ray hat zwei gefahren, ja. Ja, da, ich glaube, da warst du gerade vorher auf dem Sprung. Als er hier reingewispert hat, sorry, ich habe jetzt gerade Scheiße gebaut, das werden jetzt zwei Evil Labs. Ei. Da bist du, glaube ich, gerade. Ich dachte, er hat nochmal eine reingefahren, weil dann wäre es jetzt. Weil wir wissen nicht, ab wann die Strafe reinknallt. Ah ja.
Michel hat vorher gemeint ab 5 und Duki hat jetzt eben gemeint ab 10. Und ich meine, letztes Rennen waren es auch 10. Dementsprechend hoffe ich, dass es 10 sind. Also ich sag aber einfach ab 20 jetzt, ne? Einfach nur, um es nochmal abzuholen. Ja, wir gehen vom Optimalfall aus, gar nie, ne? Evil Lab bedeutet, dass wenn Ray jetzt in dem Fall cuttet, also sagen wir mal, er wäre jetzt eine 1.46.2 gefahren und hätte eine Verwarnung gekriegt für einen Cut, dann ist das potenziell eine Evil Lab. Das bedeutet, dass er quasi durch das Cutten einen Vorteil bekommen hat. Wenn das also markiert ist, das sieht man hier. Keine Chance. Warte. Hier sieht man das. Die ist jetzt weiß. Normalerweise wäre sie orange mit Ausrufezeichen. Dann hätte Ray Zeit, diese Runden Zeit in 3 Runden nochmal zu bestätigen oder schneller zu fahren. Also schneller zu fahren. Wenn er schneller fährt, wird die Evil Lab quasi eliminiert. Wenn er es nicht schafft, ist das sozusagen sowas wie eine Verwarnung. Und ab einer gewissen Menge, was ja eben gerade Rampi schon gesagt hat, ab einer gewissen Menge gibt es dann eine Strafe dafür. Ab 10, wie jetzt hier bei mir im Chat steht. Also im offiziellen Forum steht es bei 10, also die erste nach 10 und dann weitere, alle 5 weiteren gibt es dann wieder eine Strafe. Oh ja, siehst du. Also das ist schon mal gut, aber so wie es jetzt hier auch steht, ist schon die nächste Lab im Evil Lab im Anmarsch. Oh. Nee, eigentlich nicht. Also die jetzige hat er nicht okay. Also, nee, eigentlich nicht. Ja, also dann ist das entspricht dann nicht der ganzen Wahrheit. Aber ich kann mich erinnern, beim letzten Event war es genauso das gleiche. Er ist ins Lenkrad gesessen und hat halt erstmal 3 oder 4 Evil Labs rausgehauen. Und Michel, dem ist schon die Klammer gegangen hier im Chat. Also ich muss ihm jetzt mal was sagen. Ich muss ihm das jetzt sagen. Ja, wenn Michel, er so weitermacht, kriegen wir eine Strafe. Michel kommt morgen zurück und kriegt einen halben Herzinfarkt. Oh, die letzten Stunden waren ganz gut. Duki hat einen super Stint hingeklatscht. Also war annehmlich und ansehnlich. Ist wieder zurückgefahren auf, ich glaube, 18 so in dem Dreh, war gut. Ja, das kannst du jetzt aktuell, ist es schwer, irgendwie was zu sagen, weil es gibt manche Leute, die haben, also manche Teams, die haben schon 5 Longstops drin und manche haben erst 2. Ja. Wir liegen jetzt bei 3, also es ist so ganz bereinigt, kannst du das aktuell nicht sagen, wo du jetzt ungefähr liegst. Ah, Duki ist auch gleich ins Bett gegangen, oder? Ich finde mal den Forum. Duki ist schlafen gegangen, ja. Da hat er vorher Mittag schon gerechnet, ja, wenn er um 10:45 fertig ist mit Fahren, also um 23:15, dann schläft er um 12 ungefähr ein und dann kann er so und so viele Stunden schlafen. Weil das ist bei ihm schon... bei Duki ist das schon wichtig, ist eine alte Schlafmütze. Wir müssen 11 Longstops machen, 11 sind Pflicht. Wo findet man ein Forum? Unterm Stream, in der Streambeschreibung, ist alles, was du brauchst, um hier fündig zu werden. Ins Forum an sich brauchst du, glaube ich, gar nicht gehen. Also da war ich auch noch nie drin. Stimmt nicht, ich musste mal irgendwas runterladen. Irgendwas habe ich mal rausgezogen aus dem Forum, glaube ich. Aber es war einmal. Wie lange fährt Ray? 3 Stunden, ne? Ja. 3 Stints. Ray fährt 3 Stints, ja. Er hat gar kein Fuel irgendwo auf seinem Dings, ne? Nee. Weiß ich gar nicht. Nee, kein Fuel. Wo unten in der Anzeige, glaube ich. 46 Liter hat er noch drin. Hat ja jeder irgendwie anders eingerichtet. Ja, genau. So, ich bin mal wieder so frei und aktualisiere mal wieder manuell, leider.
Hi Marco, moin. Ich grüße dich. Das ist übrigens mein erster unbewusster 24-Stunden-Stream. Ein unbewusster? Hast du schon mal einen bewussten gemacht? Ja, ich glaube einmal in meinem Leben. War eine total dämliche Idee. Ich habe mal einen 12-Stunden-Stream gemacht und das war schon zu viel. Na, 12 Stunden finde ich persönlich nicht so wild. Das ist eigentlich schon, könnte man sagen, Standardprogramm. Hä? Hängt jetzt mein Stream gerade? Bitte? Ist dein Stream gestorben? Ja, ich glaube, mein OBS ist abgeschmiert. Ja. Jetzt habe ich auch verstanden, was du meintest, Nazi. Dizzy, ich bin heute nur zum ersten Mal Doppelstint gefahren, auch Dizzy. Ich finde, 2 Stunden sind eigentlich so das Standardprogramm. Ja, Streams, ne? Nicht Rennen. Nicht Rennen. Streams, Moppel. So, da sind wir wieder zurück. Sorry dafür. Die guten technischen Probleme, wer kennt sie nicht? Ja. Leider, ja. Hotzblitz! Jetzt kann ich erstmal. Da stand was im Weg. Wieder schön die ganzen Sachen einrichten. Ja, da kommt Freude auf. Ey, der Joke ja, war trotzdem gut, Bobby. Wenn ich die Zeiten beobachte, was die anderen Teams fahren, dann stelle ich fest, ey, fuck, sind wir langsam. Ach, Ray. Aber gut. Das ist, wie es ist. Ach, Ray, es gibt immer Leute, die schneller sind. Sehr viel schneller. Kriegt er sich auf? Nö, ich hab bloß gesagt, dass die anderen schneller sind. Also nichts Schlimmes. Ja, gut. Das gibt's leider echt immer mal. Ach, mein Mann, weißt du, wie viele Leute da draußen sind, die einfach so unfassbar verflucht schnell sind? Also so wirklich, also so unnormal schnell. Und dann fragst du, mit was fährst du? Und dann kommt so, ja, ich fahr mit dem G920 Logitech am Schreibtisch und dann gehst du dich einfach verbuddeln. Oh, was ist denn jetzt wieder los? Ja, die kommt bei YouTube, Brinki. Ich mache immer die Spiele, die ich durchspiele. Davon gibt es dann immer die Worts bei YouTube. Und die Kampagne hat mir echt gut gefallen bei COD. Also die war wirklich nice. Elvinko, moins, ich grüße dich. Na, du Lümmel? Komm gar nicht pennen. So. Wer so sagt. Jetzt kann ich ja wieder ins Stream schauen. Ah ja. Ach, das lag an meinem Internet. Nein. Oh, wer sitzt hier runter? Ah, Duki. Duki, ja, der hat wahrscheinlich. Weiß ich nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat er sich noch schnell eingekurbelt auf unsere Gespräche hier oder so. Und ist dann rausgegangen. So, fertig ist geschlagen. So, jetzt fährt auch wieder Ray. Ray fährt noch, das war nur die Fahreranzeige, ja. Ray fährt noch, ja. Naja, bei mir, dadurch, dass ich jetzt OBS neu starten musste, hat es wieder zurückgeschalten auf Duki. Ah, okay, alles klar. Kostet aber nächste Woche haben wir, ich weiß gar nicht, 2 Stunden Imola-Rennen, glaube ich, oder so? Ja, 2 Stunden Imola-Rennen, wenn ich mich recht entsinne. Aber da fahre ich mit Pete zusammen, also Pete Snake.
Aber schöne 46er Zeiten hier von Ray. Ganz gediegen so durch die Nacht. Also dafür, dass er jetzt gerade heute zum allerersten Mal fährt, ist echt gut. Ja, das auf jeden Fall. Er ist ja eigentlich kein langsamer Fahrer. Nee, ich habe mich auch beim 12-Stunden-Rennen habe ich mich sehr gewundert, dass Ray doch so schnell ist. Also. Er hat es halt nur manchmal so ein bisschen, dass es übertreibt. Wenn er in seinem Modus drin ist, dann ist er halt drin. Und dann bringst du ihn da so schnell auch nicht raus. Ja. Was, ich klinge gerade richtig dumpf? Was? Ich glaube, das ist einfach so der Arm, wo man gedämpfte Stimme hat und nicht mehr ganz auf 200% läuft. Ich glaube, du bist ja auch schon, Rampi, du bist ja auch schon ewig wach heute, oder? Ja. Ja. Doch schon eine Weile. Ja, mein Ausschlafen sah heute auf jeden Fall auch nicht nach Ausschlafen aus. Leider. Naja, Ausschlafen ist heute nicht gewesen, leider. Ich wollte schon sagen, dafür morgen, aber morgen ist leider auch nicht. Das Mikro ist in Ordnung. Ah. Macht mir doch keinen so Angst hier. Nee, ich bin tatsächlich so langsam. Ich sehe mir ja völlig Angst ein. Hab schon alles angeschaut, was irgendwo abschmieren könnte, ob das auch noch abgeschmiert ist. Nicht so viel aus. Weiß gerade auch gar nicht, wo die Zeit jetzt irgendwie fehlt, also... Ey, Knipser, moin. Vor Tagen Training war es eigentlich noch irgendwie ein bisschen besser. So, bei dir stehen die ersten jetzt dann schon wieder auf, oder wie? Weird auf einmal an. Nö, ich denke mal so die ganzen Nachtschwärmer kommen jetzt nochmal vorbei, gucken, was so geht heute. Würde ich mal vermuten, weil es ja doch eher selten auch auf meinem Kanal, dass so lange Stream ist. Ja, es ist auch egal, es ist, wie es ist. Hast du deine festen Streamzeiten? Normalerweise streame ich ab 12. Und dann, je nachdem, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, was so ansteht. Aber ich versuche mal so gegen 12. Also hauptsächlich nachmittags. Ja, genau. So die Zeiten der anderen anguck, das ist schon... Und dann, naja, aktuell 7 Tage die Woche. Nice. Also, müssen halt... Ja, Freizeit, also freien Tag hast du da auch nicht, ne? Eine Sekunde. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mache ich aber jetzt wieder, also führe ich auch wieder ein. Nur allein im Mittelfeld mitfahren zu können. Und also ich brauche einen solltest du auf jeden Fall haben. Ja, ja, klar. Aber das ist halt das, was ich meine, das Niveau ist halt... Denkst du ja immer so als Zuschauer so, ja, ja, ist ja eigentlich cool, so locker ein bisschen streamen und so. Es ist nicht so locker, wie man immer denkt. Machst du nix. Also wenn du da mal wirklich 8 Stunden vor der Kiste sitzt und was zockst, die anderen Leute unterhalten musst noch, das geht doch ein bisschen auf die Konzentration mit der Dauer. Ja, aber da gewöhnst du dich auch dran. Das auf jeden Fall. Man lernt, deine Kräfte einzuteilen. Aber da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Oder man streamt einfach nur ein bisschen weniger. Ob das dann möglich ist? Oh. Oh. Feed, wir haben beide Bettromantik? Oh. Ei, ei, ei. Also werden wahrscheinlich viele im Bett liegen oder auf der Couch. Also, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier nicht die TV-Cam übernehmen würde oder müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch auf der Couch oder im Bett liegen. Ich weiß nicht, ich habe immer so den Drang, immer mit dabei zu sein, solange wie es geht irgendwie. Also ich bleibe dann auch wirklich im Sitz und bin beim Team und weiß nicht, bin da immer so ein Loyalitätsschwein. Muss dann immer komplett mit dabei sein. Ja gut, wenn du jetzt hier natürlich einen Part übernimmst, dann ist das völlig logisch, dass du da bleibst.
Naja. So lange, wie es geht, ja, ich und auch so oft, wie es geht. Aber ich werde nachher aber schlafen wie ein Stein. Bin ich mit aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob die gar nicht da wäre, diese Änderung. Also erstmal musst du vom Stint runterkommen, bevor du schlafen kannst. Know.